Enten fallen vom Himmel für die nächsten 1D6 Runden. Jo, und damit willkommen zurück. Ausgerechnet dann. Ausgerechnet bei Enten fallen dem vom Satz. Himmel. Bei dem Satz sehr großartig, schalte ich wieder ein. Habt ihr gerade wieder über Zaubererwirkungen Ja, geredet? wir gehen hier gerade Ja. weiter in der Liste durch. Ja, und ich habe Sehr das schön. Gefühl, mindestens einer von den Leuten wird früher oder später eins davon forcen wollen. Okay, was habe ich jetzt Ja! gelegt? Ich meine, du So. könntest. Ich könnte Wir werden demonstrativ versuchen, sehen. einen Feuerball Level Stufe 5 zu wirken. Wir Ja, werden genau. sehen. Macht nicht zu viel Chaos. Bitte ich Und darum. Und Chaos ist mein zweiter Vorname. ein Tabos kleiner. Chaos und ich habe keinen Nachnamen. Perfekt. Weil du ihn vergessen hast. Genau. Chaos ist mir auch Optimal. gerade jetzt wieder eingefallen. Okay. Schön. Dann Paper-Intro. Ach so. Intro-Musik aus. Naja, das gute alte Intro. Mit dem Koordinatensystem. Ja. Mikro. Ja, müsste eigentlich alles laufen. Ich denke schon. Perfekt. Ich überprüfe, ob wir zu hören Hör nochmal sind. rein, ob alle zu hören sind. Nicht, dass Oh, wir der jetzt kommt wieder. auch super jetzt in der Situation Das gerade. wäre ein bisschen blöd. Ja, passt. Das nächste Passt, sehr gut. Stundenglas verwandelt sich in eine magiegetriebene Ja, jetzt nicht zu Quarz-Digitaluhr. viel, jetzt nicht zu viel spoilern, nicht zu viel. Mocken wir nicht eine Sanduhr oder so Ja, genau. morgen? Okay, Kurs, du spoilerst eventuell Sachen, die zukünftig passieren könnten. Die Chance Also. steht 1 zu 10.000. Die Ja, Chance ist weniger als 1%. das wird passieren, deswegen Plus die wird's Chance, dass es passieren. überhaupt Es wird passiert. passieren. Also. Also, let's go. Kleine Bitte, bevor wir loslegen, bitte, dass wir so ein bisschen mal lernen, jetzt im Stream so ein bisschen nacheinander zu sprechen und ein bisschen geordneter als beim letzten Mal, weil nach 8 Stunden. Damit meinst du dich? Damit meine ich auch mich selbst, das spreche auch mich selbst Also irgendwie ein bisschen überwiegend an. dich, meinst du? Weil nach dem letzten, ich weiß nur, die letzte Runde war so chaotisch, dass nach 8 Stunden Stream war ich so komplett fertig, dass den letzte, das noch am nächsten Tag Kopfschmerzen hat. Also Glaube, das gilt so für ein uns alle. bisschen, ich glaube, das war uns mal ein Ich bisschen hatte den Spaß. Rededisziplin Ich halt ein auch. Ich habe bisschen. den ganzen Tag durchgeschlafen danach. Also, aber Verstehe ich. trotzdem, es war mal ein bisschen Rededisziplin und ein bisschen ruhiger, das heute angehen uns da. Ja, dann kann man auch Rede- und mal. Diskussionsdisziplin. Klingt Genauso. gut. Das wäre schön. Mit diesen Worten übergebe ich an den Spielleiter Modi, der uns sagt, wo wir uns gerade befinden und wie es, was wir sehen und was wir hören und wie es mit dem Abenteuer jetzt losgeht in Ja, ich würde dann ganz Pen gerne erstmal eine Paper. Zusammenfassung machen von dem, was bisher Mach passiert ist, weil das. es könnten ja Leute sein, die zusehen und den ersten Teil nicht gesehen haben. Also. Dunkle Höhlenmusik angemacht. Auf geht's. Sehr schön, passt. Pen Paper, Also. die Herrschaft der Schatten, Teil 2. Let's go. Wir hatten es gerade von Rededisziplin. Auf geht's. Ja, danke. Darf ich jetzt sprechen oder möchtest du noch was loswerden? Nur wenn du magst. Gut. Also. Die letzte Runde war interessant. Die Spieler hatten die Aufgabe, herauszufinden, was es mit den Angriffen von irgendwelchen seltsamen, dunklen Monstern in der Gegend um die Stadt, deren Name ich tatsächlich wieder vergessen habe, weil sie so sehr relevant sein wird, definitiv. Ingolstadt. Nein, das war das erste Dorf, das weiß ich noch. Ich glaube, das München. Dorf. Ich glaube, das Dorf, wo der Boss war, dieser Boss. Ich meinte die Anfangsstadt. Okay, Da war okay. die Umgebung, die habe ich wirklich vergessen wieder. Ich weiß noch, Abgasfall? Das Nee, Gasfall war das das war das Dorf. Dorf, da wo wir Das war das dann Dorf, das wird auch mit noch dem relevant Bosskampf. werden, aber. Tja, Ja. Gut. Auf jeden Fall, die Spieler hatten die Aufgabe herauszufinden, was es mit den Monstern auf sich hat und sind dabei erstmal eine ganze Weile durch die Stadt geirrt, besoffen, gegen Dinge so wie es gelaufen, gehört. an Nicht alle. zufälligen Häusern geklopft, wurden von Händlern abgezogen, Du nur sagst um es Zusammenfassung. letztendlich am mehr oder weniger offensichtlichen Ort anzukommen, wo sie Perfekt. von dem König oder Fürst oder was auch immer von dem Landstrich die Aufgabe genau bekommen haben, plus noch die Begleitung von einer definitiv sehr, sehr begabten Magierin. Dann lief Ironie, es erschreckend Sarkasmus. ruhig auf der Reise. Es wurde viel geredet, es wurde viel Zeug konsumiert, So wie sie es gehört. bis sie dann nachts oder gegen Abend
beim Lager von vertriebenen Leuten aufgetaucht sind, wo sie erfahren haben, dass das Dorf, das diese Angriffe hatte, zusätzlich noch von einer Gruppe von irgendwelchen Verbrechern vertrieben wurde. Mhm. Dann haben sie sich ins Dorf begeben, haben sehr gut geschlichen, sich sehr gut über Blumen, sehr lautstark mitten im feindlichen Gebiet unterhalten, wurden gefangen genommen und mussten sich dann in einem sehr langen Faustkampf einem großen, muskulösen, bis auf die Unterhose nackten Typen stellen. So habe ich sie am liebsten. Nach einer Stunde besiegt haben. Anschließend sind sie wieder sehr ruhig gereist, kamen ins Haus von der lokalen Hexe, der sie das Leben gerettet haben, kamen mit der aufgefickt hat. Nein, das war ich. Diesmal war ich der Zauberer. Zwischendurch haben die Leute auch noch ihre magischen Items und Alkohol erhalten. Yay! Hab immer noch eine Flasche Schnaps im Inventar. Hip, hip, hurra. Ja, bis sie an eine Höhle kamen, wo sie einen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, Boss besiegt haben, mehr oder weniger. Und Fledermaus. Irgendwas dazwischen. Irgendwas zwischen Dämon und Fledermaus. Irgendwas zwischen einem Haufen Fledermaus und Fledermaus. Ungefähr das Ding, was... Es war eine schwedische Fledermaus. Ungefähr das Ding, was Corona verbreitet hat. Eine schwedische Fledermaus ist Ledernacken. Lederlappen. Ja. Es war im Grunde ein Lederlappen. Also gut. Und wir steigen jetzt an diesem Punkt ein. Der Bade ist gerade aus seiner Ohnmacht aufgewacht und hat den Altar zertrümmert. Der Zauberer hat gerade einen schwarzen Feuerball in den Rücken von dem Lederlappen geworfen. Und das Ding ist in eine Art uralte, sanduhrartige Struktur geknallt und verschwunden. An diesem Punkt starten wir jetzt. Und wir haben in der letzten Runde noch, uns wurde noch gesagt, dass wir die Zeit zerstört hätten. Das war meine Information. Das wollte ich jetzt wieder einsteigen, das habe ich ein bisschen abgeändert, damit es cooler ist. Ah, okay. Oh je. Okay, wir stehen also da. Also ich bin wahrscheinlich, wo stehe ich ungefähr? Ich kann mich daran erinnern, ich habe im letzten Teil, ich habe jede Menge auf deren, was ich als Bein identifiziert habe, eingehackt. Ja, das hast du. Und, ja, und leider nicht. Bin auch zuletzt dem hinterhergerannt und müsste jetzt ungefähr auch neben dem Zauberer stehen. So ungefähr. Ja, ihr steht alle einigermaßen in der Mitte von diesem Raum. Und ihr habt gerade dieses Monster besiegt. Das hat sich scheinbar aufgelöst, wie es Monster so üblicherweise tun. Kurz bevor sie Erfahrungspunkte droppen. Ah, okay. Hat es Erfahrungspunkte gedroppt? Natürlich. Nein, hat es nicht. Oh. Aber wir haben trotzdem was anderes gedroppt. Nein, hat es nicht. Es ist einfach weg. Oh. Wir haben trotzdem ein Level bekommen. Gut. Du wolltest einsteigen. Dann setze ich Gorin, wenn ich Zeit habe, dann setze ich Gorin mich mal kurz auf einen Vorsprung, irgendwas, was in der Nähe ist, wo man sich hinsetzen kann. Und würde mir, weil ich bemerke, meine Fuel-Maschine doch ein bisschen Nachschub bräuchten, würde ich mir mal meine Fuel auffüllen und mir ein paar Verwandlungstränke brauen. Und auch bei der Gelegenheit mal das ein oder andere Drogen. Zeugs. Ja, das da lief mal ein bisschen. Gern. Was machen die anderen jetzt erstmal noch, kurz nach dem Kampf? Ich behalte diese Kultmitglieder da, die da immer noch stehen. Ja, von denen du eins ausgenockt hast. Ja, leider nur eins. Ja. Ich hole demonstrativ meinen Waschbär aus dem Rucksack und kraule ihn erstmal. Ah, um mich selbst und den Waschbären zu beruhigen. Um den Waschbär mal ins Abenteuer einzuführen. Und den Waschbären, das wär's jetzt gewesen. Wenn du das willst, kann ich auch mich selbst kraulen. Der Waschbär krault ihn und der Waschbär krault ihn und er krault den Waschbär. Das klingt nach einem fairen Deal, dann mache ich das so.
Okay, gut. Gut, knapp gerettet. Okay, und ich gucke mich einfach mal um, ob ich irgendwas Nützliches finde, seien es irgendwelche spitzen, gescheiten Steine oder irgendwelche Pilze, die da rumliegen oder sonst irgendwas. Okay, dann darfst du jetzt gleich mal auf Wahrnehmung würfeln. Ob du in der dunklen Höhle irgendwas findest. Ich habe natürlich wieder prompt komplett verlernt, wie ich hier würfle. Perfekt. Flash Air 1d100. Sollte so hinhauen. Hat's 20. Okay. Wahrnehmung 55, also ja, passt. Alles klar. Dann findest du ein paar Steine. Und das war's, sonst ist da relativ alles sauber. Machen die Kultmitglieder da noch was oder stehen die weiterhin nur doof in der Gegend rum? Momentan nicht, aber jetzt, wo du es gerade erwähnst. Na toll. Von draußen hört ihr mehrere große Explosionen. Ach du Schande. Na stimmt, die Hexe. Muss ich irgendwas. Sollte ich irgendwas würfeln, dass ich meine Brauerei schaffe oder gelingt mir das? Deine Tränke, die kannst du, du hast das Zeug dabei, die darfst du dir einfach auffüllen. Wie gesagt, 10 kannst du insgesamt mit deinem Vorrat machen. Da okay, musst du alles besorgen. Okay, wie notiere ich mir das? Wenn ich das jetzt. Du notierst dir, dass du entsprechend weniger hast und notierst dir, dass du entsprechend das wieder drin hast. Also ich habe jetzt einen Zettel und schreibst das mit einem Stift auf oder schreibst es dir in einem Programm auf. Also ich habe das inzwischen geschafft und habe da jetzt wieder volle Fiolen oder wie? Ja. So. Das sind volle Anzahl, heißt 15 bei mir, oder? So viele, wie du machen willst. Die 15 habe ich dir nur als Anfangsding gegeben. Wenn du dir volle 10 zusätzlich machen willst, dann hast du die. Ich würde das gern maximal auffüllen, also das Ding, das da. Ich würde mich und uns zur Hälfte. Das Maximum ist die Kapazität deiner Taschen. Okay, in meine Tasche habe ich gerade Alchemiezeug. Nein, ich meine damit, du kannst dir so viele machen, wie du willst, solange es nicht absurd wird. Also mein Zutatenbeutel steht eine Zahl 10 drin. Füllvolumen 10. Ja, dann kannst du dir insgesamt 10 Tränke machen. Wenn du jetzt sagst, du willst dir 10 Tränke machen, dann so, da ich schon hast du im Beutel nichts mehr, aber hast dafür 10 Tränke. Also daher, da ich schon vorher 4 Fiolen voll hatte für das Ding, habe ich jetzt also 14. Dann hast du 14. Ich habe 14. Davon sind die Hälfte, weiß nicht, wie die Hälfte davon ist, dafür sind die Hälfte jetzt weniger. Verwandlungsdinger und die Hälfte davon sind Drogen. Kristallief. Ja, das darfst du dir selbst aussuchen. Wie gesagt, du hattest das Zeug für alle davon dabei. Ich hab halbe gemacht. Dann würde ich mal zum Höhleneingang wieder zurücklaufen. Ja, das tust du. Als du oben ankommst, siehst du, dass der Höhleneingang mittlerweile eingestürzt ist. War ja klar. Kann ich irgendwie abschätzen, wie tief? Also ich habe ja ungefähr vielleicht gesehen, wie weit nach der Biegung, wie weit es zum Eingang ging. Wie viele Steine liegen da jetzt? Hast du Mathe oder so? Dass du würfeln kannst. Wahrnehmung, oder? 3. Nee. 3. Wie viele Steine liegen dort? 3. Wissen, wenn du wirklich wissen willst, wie viele Steine es sind. Nein, ich will halt nur wissen, wie weit. Also lohnt es sich, eventuell ein paar Steine da wegzutragen, um da wieder rauszukommen? Oder ist es so tief, dass es sich gar nicht lohnt, da überhaupt? Also, du allein kommst da vermutlich nicht durch. Wir alle zusammen? Okay. Eventuell, aber. Ich gehe hin und ruf mal nach der Hexe, vielleicht hört die uns ja noch. Das ist gar nicht so blöd. Es bleibt still. Oh. Ich hoffe, es geht ihr gut. Es ist auch im Grunde der ganze Gang eingestürzt. Wenn ihr euch ja wirklich durcharbeiten wollt, dann. Sind wir die ganze. Von euch eine Spitzhacke dabei? Ich habe eine Axt. Will der Zwerg anfangen, den Gang abzubauen? Auf gar keinen Fall. Gut. Den ganzen Staub, der da jetzt in der Luft hängt, durch die Steine, die da eingestürzt sind, gehe ich erstmal wieder zurück in den großen Raum. Okay, du bist auch als einzig gegangen. Ich sitze noch im Raum drin, also ich weiß nicht, was mit den anderen ist, die sind schon mit hergelaufen. Im Moment weiß es. Nee, nur der Zauber ist. Ich hätte gesucht und hab dann gewartet. Ist rausgegangen und ihr seht, dass er ein bisschen staubig da wieder rauskommt aus dem Gang. Also ich habe währenddessen, ich habe so meine fertig gebrauten Tränke untersucht, hab da so gut.
sieht das alles hübsch aus. Ist das alles reinlich. Hat's ja, und ich sag zu der Gruppe, ja, also da rauskommen werden wir so schnell nicht mehr. Perfekt. Ich zuck mit den Schultern und streichle meinen Karl, meinen ausgestopften Schneehasen. Die Aussage, ich streichle meinen Karl, ist auch schwierig, ohne Kontext. Der heißt Karl, das ist mein treuer Begleiter. Und ich flüstere ihm zu, wir werden schon irgendwie einen Weg nach draußen finden. Es wird schon alles gut. Ja, jetzt fangen auch diese ganzen Leute um euch herum an, langsam gleichzeitig zu sprechen. Ah, das meinst du mit cooler. Was sprechen sie? Ja. Sie sprechen, jetzt muss ich den Text aufmachen. Modische Damensandalen im Sonderangebot. So ungefähr. Jetzt zuschlagen. Nur bei Netto. Wollt ihr zwingen, dass ich das ausspiele? Oder ja! Ich hab gerade gefragt, was sagen Sie? Spielleiter, antworte. Ich höre, ich lausche, was sie sagen. Aber bitte mit was Echo. Höre ich? Natürlich, ich habe keine Ahnung, wie ich einen Echo-Effekt mache. Ich kann den Echo-Effekt machen. Ich wiederhole einfach, was du sagst. Nein, bitte nicht. Nein. Modi, was sagen Sie? Ich will das nicht sagen, der Satz ist scheiße, den ich geschrieben habe. Lies es einfach vor. Das ist dein Problem, Modi, wenn der Modi. Satz scheiße ist, den du geschrieben hast. Modi, sei ein bisschen professionell. Das ist mir tatsächlich zu unangenehm. Ich gebe euch einfach die Informationen kurz. Ach, Junge. Ach, Junge, Spielleiter. Lies es einfach vor, du schaffst das. Ja, es tut mir leid. Gib mir den Text, ich lese es vor. Modi, schick mir den Text, ich lese es vor. Ich habe den Text nicht. In der Bilddatei, mit der gesagt hat. Dann schick die Bilddatei, Mordi. Mordi, hol uns nicht so aus dem Abenteuer raus. Schick uns jetzt irgendwas. Ich lese es vor, wenn du es nicht willst. Mordi, hast du jemals was von dem Programm Word gehört? Ich besitze keine Office-Lizenz und ich hasse Open Office. Jetzt hau die scheiß Foto dann. Office. Jetzt scheiß die, jetzt hau die Bilddatei raus. Wie schick Open Office, bloß Libre. Schick die verdammte Bilddatei in den Discord-Channel. Ja. Ich lese das vor. Screenshot auch von der Bilddatei, von den richtigen Teilen. Aber ich finde es ja gut. Ich habe das geändert, damit es cooler wirkt und jetzt lese es nicht vor. Das reißt uns. Das reißt uns jetzt. Der Text ist scheiße. Das reißt uns jetzt. Dialoge schreiben. Modi, ich bin jetzt ein bisschen böse auf dich. Das reißt uns jetzt komplett raus. Das ist. Sorry. Es ist skandalös. Hier, bitte. Lies vor, wenn du denkst, ich bin nicht stolz auf diesen Satz oder diesen Text. Ja. Ich lerne stolz auf deine Sache zu sein. So, wir sitzen also dort. Ich tue jetzt gelernt, mal die. Ich schreibe nie wieder Dialoge. Okay, ich tue jetzt die Aufgabe vom Spielleiter. Wir sitzen dort im Raum und ich höre, was die dort reden. Dort, ich lese. Der Körper ist tot, aber der Geist lebt weiter. Die Korruption der Schöpfung begann, findet statt und wird beginnen. Geht und findet das, was den Geist einkerkern wird und haltet auf, was bereits geschehen ist. Das sprechen sie. Ja, das tut gar nicht weh. Ja, das ist mir super unangenehm. Ich so, nachdem sie das gesprochen haben, was passiert nun, Modi? Ist kurz wieder rein? Gut. Okay. Bin wieder drin. Und dann fangen sie alle an. Meine Fräse. Entschuldigung. Nie wieder Dialog. Ist jetzt auch weiter geht's. Sie fangen an, in unterschiedlichen Tonhöhen zu summen, zu singen, pfeifen und alles. Außer der eine, der ohnmächtig am Boden liegt. Und der summt auch im Schlaf. War tot. Ja, der war tot. Der Schlaf ist auch eine Art von Tod. Oder andersrum. Ich wollte gerade sagen, eher andersrum. Generalprobe. Generalprobe für den Tod. So kann man es ausdrücken. Auf jeden Fall. Welche Melodie summen sie denn, Mordi? Und alles weitere in so einer Frequenz, dass es euch langsam wehtut. Ihr müsst die Augen zumachen, damit ihr es durchhaltet und. Die Augen. Damit wir es nicht mehr hören. Ich halte mir die Augen zu. Ja, das vibriert im ganzen Körper in diesen ganzen Frequenzen. Ich halte mir die Augen zu, damit ich das nicht mehr höre. Klapp die Ohren so nach oben. Damit da nichts reinkriegt. Ah. Es ist so dunkel, ich kann nichts hören. Kann Schnaps reingießen. Ihr seht nichts und jeder von euch verliert zwei geistige Gesundheit. Oha. So schnell geht das. Nice. Ja.
So schnell geht das. So schnell kann man Skills addieren, die man vorher noch nicht mal hatte. Ihr wisst nicht, was dann was passiert, wenn ihr auf null seid. Verrücktheit? Minus 2. Nein. Gut, ihr nehmt nichts weiter wahr, außer diese dröhnenden Geräusche, die ihr nicht mal mehr definieren könnt. Und okay. Dann schwillt es langsam ab und wird zu einem gleichmäßigen, leisen Summen und ihr... Ich halte beim Schnee ab. Ihr seht auch nur noch Licht vor euch. Alles ist weiß, wenn ihr die Augen öffnet, zumindest für einen Moment. Ich halte meinem Schneehasen die Ohren zu. Tja. Gut, ihr steht jetzt irgendwo, wo ihr nicht wisst, weil ihr die Augen immer noch zu habt und alles. Dann mache ich die Augen mal auf. Gut, der Bade traut sich als erstes. Schön. Ich öffne die Augen und halt meinem Karl die Augen zu. Du sollst das nicht sehen. Lass mich erst mal gucken. Mein Waschbär hat sich schon wieder im Rucksack verkrochen, guckt aber mittlerweile wieder raus. Ich würde mich gerne umschauen. Alles klar, ihr steht... Es scheint eine Art Straße zu sein. Vor euch ist irgendeine Form, die von sich aus leuchtet. Alles ganz komisch, aber eine Sache, die ihr auf jeden Fall kennt, und zwar liegen um euch herum etwa 12 Tote, die da schon etwas länger zu liegen scheinen. Perfekt. Und ich untersuche sie. Okay, du links, ich rechts. Und damit sind wir wieder im Game. Okay. Ich suche die ganzen Leute, alles klar. Ja, ich dich durchsuche, sondern nicht untersuche auch. Ah ja. Ich setze mich, wo ich stehe, auf den Boden und rede ich meinem... Ich durchsuche nur. Ich rede meinem Stoffhasen, ich rede meinem Hasen, meinem treuen Begleiter, rede ich Mut zu, dass er, der soll bloß nicht solche Angst haben, es wird alles gut. Ich rede dem Du beruhigst Karl. Den erstmal. Ich beruhige den Karl, weil der ist ziemlich aufgekratzt nach dieser Sache, dem geht's. Der ist ziemlich aufgeregt, das ist, ich muss den erstmal beruhigen. Ich bin ja tapfer, aber der Hase, der ist hier ganz aufgeregt, mit Angst vor ist und so. Der ist ganz durchwühlt. Ah, ja. Na dann, Mordi, okay. Was finden wir? Wer möchte das erste Item haben? Ich nehm's. Wollte gerade sagen. Okay, dann findest du einen Kompass. Sowas kann nie schaden. Gott, jetzt hat der Besowski einen Kompass, wir reden die ganze Zeit in die falsche Richtung, ich sag's jetzt schon. Mhm. Das wird schlimm. Jo. Wer von euch beiden die untersuchen möchte, Nummer 2? Ich frag den... Machen wir abwechselnd, oder? Ja. Also ich frag den Hasen, was er von den Sachen haben will, die dort liegen, der zeigt auf eine Sache. Ey, wir suchen, nicht du! Ach so, Dein Hase zeigt auf ein großes Metallrohr, das im Boden steckt. Wo noch irgendwas komisches, flaches oben dran klebt. Ich geh dorthin und ziehe an dem Rohr. Ziehst an dem Rohr, Meter gesprochen, ihr seht, wie der Zwerg am Straßenschild drückt. Ja. Gut, das ist ja auch eine Art von Axt. Nummer 2. Der Zauberer findet eine Kette mit so einer flachen geprägten, nennen wir es mal Scheibe oder Plakette mit Schriftzeichen, die er nicht lesen kann. Okay, ich guck auch noch mal bei einer Leiche. Ich würde eher tippen auf Dogtag. Ah, ja. Gut geraten, ja. Ah, okay, ja. Okay, ich versuche das Straßenschild zu bekommen. Okay, Nummer 3 möchte wer? Ich. Ey. Wir durchsuchen. Du findest eine Karte, was ironisch ist, weil ihr die sowieso bekommen hättet. Karte. Ich hab Karete eingetragen, ups. Ich versuche das Straßenschild zu bekommen. Wer möchte das letzte? Ja, du darfst gleich drauf würfeln. Steckt das Schild im Boden oder kann ich das irgendwie rausbekommen? Oder wie ist das? Es steckt noch im Boden, das mache ich gleich. Wer möchte das letzte? Ja, ich dann. Ich auch irgendwie. Krieg ich irgendwo eins? Wie oder? Auch immer er es bekommen hat, du findest irgendwo in seinem Rucksack anscheinend einen auf einem Holzbrett festgemachten Schwertfisch.
ausgeschöpft. Fantastisch. Geil. Ein fucking Schwertfisch. Wieso er es dabei hat, wissen wir nicht, aber... Die Frage, dass ich so nützliche Sachen bekomme. Mordi, jetzt gibt es noch eine ganz wichtige Frage. Ja? Hat der Schwertfisch die Werte von einem Schwert? Nein, er hat die Werte von einem Fisch. Er hat die Werte von einem Fisch, der auf einem Stück Holz drauf montiert ist. Schade. Okay. Ich will ihn vielleicht noch näher untersuchen. Oh Gott, ich ziehe den Schwertfisch. Ich reiche den Schwertfisch an Tavos weiter. Ich ziehe mit aller Kraft. Ich schwinge den Schwertfisch ein wenig in der Gegend rum, merke aber, dass ich nicht mit Schwertern umgehen kann. Ich ziehe mit aller Gewalt, mit aller Kraft an dem und Straßenschild und schrei dem Karl zu: Karl, helf doch mal mit. Okay, du bist unbedingt dieses Straßenschild. Gut, du ziehst einfach nur dran. Ich versuche das mit aller Gewalt aus dem Boden rauszuziehen. Gut, dann gucken wir uns doch mal deine Werte an, worauf du würfeln darfst. So wunderschön. Der fucking Schwertfisch hat mich echt gekillt. Was gibt's denn für Wert? Was kann man dazu machen? Du willst das Ding ja mehr oder weniger kaputt machen, dann würde ich sagen... Ich will das rausziehen erstmal nur. Ja, du... Ich würde sagen, waffenlos. Würfel einfach mal darauf. Waffenlos, da habe ich 20 drauf, das kann ja nur schief gehen. Also, viel Erfolg! 1D100, oder? Ja. 4. Das klappt. Sieh an. Es hat geklappt. Wie immer dieses Rohrteil festgemacht war, es scheint nicht gut gewesen zu sein, weil nach einer Menge Schweiß und Tränen seitens des Hasen Der hat sich echt bemüht. Hat der Zwerg es tatsächlich geschafft, ein 2-3 Meter hohes was auch immer draus zu ziehen. Das grob geformt ist wie eine Schaufel oder sowas. Okay. Ich lege es auf den Boden und schau mir an, ob man daraus irgendwie was. Das obere Ding, das sieht für mich aus, als könnte man das irgendwie für irgendwas benutzen. Und ich guck, dass mir so ein bisschen was abmesse und hole meine Axt raus und will das auf meine Größe zurechten, damit ich was handlich in die Hand nehmen kann, damit ich das Gefühl, also wir machen unsere Inventare voll in der allerersten Szene. Also ich mach's mir so zurecht, dass ich mir das bequem über die Schulter legen kann. Dass ich das so ein bisschen mit zwei Händen in der Hand, dass das so ein bisschen wie so ein Banner über die Schulter. Okay, du willst also bearbeiten. Kannst ich hole meine Axt raus und versuche damit. Ach, du willst das mit der Axt bearbeiten. Okay, das sieht für mich wie ein Baumstamm oder so weiter aus. Also mein erster Instinkt ist, das mit der Axt zu durch. Na gut, Straßenschild hat ja trotzdem metallendes Rohr. Also erkennt er das nicht? Scheinbar nicht. Na dann nicht. Also ich versuch da. Offensichtlich ist es für ihn ein Baum. Ich versuch da mit der Axt drauf, ich versuch da mit der Axt drauf, das zu zerkleinern, damit das ja, also, ja gut. Also ich sag so, mit dieser Axt ist das gar kein Problem. Das kriegst du hin, das krieg so hin. Wie du es gern hättest. Okay. Ich würde mal den Magier und die Katze zu mir rufen wegen der Karte. Ich schultere das Straßenschild. Ja. Der war schuldig. Dann schieb ich euch mal auf die Karte. Wie sieht denn das Straßenschild? Ja. Okay. Wunderschön. Wunderschöne Häuser. Sie ist offensichtlich selbst gezeichnet. Süß. Ja, und etwas blutig unten. Ja. Wie sieht denn das... Ihr habt die gerade von der Leiche gezogen. Also... Ich habe mal eine Frage. Ich habe eine Frage, wie sieht denn mein Straßenschild aus? Wie ist denn das? Ist es ein Stoppschild? Ist es ein Durchfahrtverbotenschild? Nein, ich weiß, was ist ein Stoppschild? Was ist ein Durchfahrtsverbotenschild? Ich kann dir kurz zeigen, wie das Ding aussieht. Das ist eins von den großen blauen über der Autobahn, wo drauf steht München 300 Kilometer. Wie sieht denn dieses Schaufelteil aus, was da gerade habe? Das Ding, was aus dem Boden gezogen ist. Ich kann es kurz in Discord schicken. Pack's doch auf das Programm, dann sehen wir es alle. Im Discord
Ja gut, stimmt. Im Discord alle sieht's keiner. Ach so, im Stream. Das meinst du mit allen? Das Stream, ja. Okay. Im Stream sieht's keiner, wenn du das im Discord postest. Ja, gut. Dann blende ich's einfach ganz kurz hier ein. Cool, muss ich hier. Kannst doch drüber packen. Kannst du einfach drüber packen als Bild. Ja, ich muss das erstmal kurz hochladen. Das dauert kurz eine Sekunde, wenn ihr es unbedingt sehen wollt. Ich würde schon gern wissen, was ich da in der Hand habe. Ja. Wenn es dir so wichtig ist, zu wissen, was für ein Schild es ist dieses Schild. Ah, okay. Ein blaues Schild mit einem, mit ein paar Monstern drauf und ein paar komischen Gekritzel. Ein komisches Gekritzel und das sieht fast aus wie Menschen. Das dort oben. Könnte Schrift sein. Das dort unten könnte irgendeine Schrift sein, denke ich. Das könnte stimmt, irgendwas, das könnte man als Schrift interpretieren, wenn man es nicht weiß. Ja, ich schulter das Ding auf jeden Fall auf, das ist ungefähr auf meine Größe zusammen zurechtgeknippelt. Alles dann klar. Zählt das als Keule oder als Axt? Als Schaufel. Je nachdem, wie er es benutzen will. Meine Axt habe ich mir in den Gürtel gesteckt, irgendwo, dass das in so eine Halterung, dass an meiner Seite irgendwie ist und, ich hiefe mit beiden Armen das runde Schild auf meine Schultern. Oh, ihr habt jetzt eine Karte, aber ihr wisst überhaupt nicht, wo ihr seid. Ich würde mich gerne mal umschauen, wo wir sind. Ob man vielleicht irgendwas Interessantes in der Umgebung. Da schaue ich mit. Ja, um euch herum sind viele, vermutlich Häuser von wahrscheinlich sehr reichen Leuten, weil alles aus Stein gebaut ist. Auch alles relativ groß, also auch, wer auch immer hier gewohnt, muss wirklich viel Geld gehabt haben. Wahrscheinlich Orks. Ich würde auch gerne nochmal auf die Leichen zurückkommen. Ich wollte die ja noch untersuchen. Ach so. Ich habe sie nur durchsucht und da hört auch mein dann Interesse auf. Auf Anatomie, das hast du ja. Ja. Da. Ne, ich will keinen Zauber. Okay, habe ich ja sowas von geschafft. Nicht. Okay, dann untersuche ich die auch nochmal. 52. 52. Das ist knapp nicht richtig versagt. Du weißt nicht ganz, wie sie gestorben sind. Aber so untersuchen, was für Kleidung die zum Beispiel tragen, also was das für Leute. Ach so, das hast du nicht gesagt. Das würde ich jetzt machen. Das würde erstmal gucken, okay, haben wir was mit einer Gefahr zu tun? Okay, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber. Also die Kleidung kennst du jetzt nicht, es ist alles. Es ist jetzt nicht unbedingt eine Rüstung, aber es wirkt schon sehr stabil, alles irgendwie so grünlich. Aber viel mehr kannst du jetzt nicht rauslesen. Haben die irgendwas dabei, so was ich als Werkzeug identifizieren könnte? Da du sie durchsucht hast, weißt du, sie hatten auf jeden Fall solche komischen Ketten und einen Schwertfisch dabei. Oh, Army-Angehörige. Also ich stehe dort im. Also ich stehe dort im Gras und ich nehme das neue. Ich weiß nicht, das ist, aber ich nenne es mal jetzt Straßenschild. Ich nehme das und da liegt unten im Gras ein Stein, lockerer Stein, ein mittelgroßer Stein. Ich hole aus und schmettere das Straßenschild. Ich will den Stein damit mit wegschießen. Ich hole aus, schmetter gegen den Stein und. Dann würfel mal eben auf stumpfe Waffen. Der Stein macht. Das Straßenschild macht, was ein Straßenschild macht. Es stängelt ganz laut und es und schmeißt mich zurück ins Gras. Würfel mal bitte auf stumpfe Waffen. Okay, das kann. Okay, ich versuch's mal. Das wird jetzt witzig. Oh oh. 79, was habe ich auf stumpfe Waffen? Stumpfe Waffen habe ich 40. Okay, ich treffe es nicht. Ja, du versuchst irgendeinen Stein zu treffen, aber du haust offensichtlich drüber. Das ist. Ich hau darüber. Wäre es ein Sport, wärst du ziemlich schlecht darin. Okay, ich versuch's glatt nochmal. Ein guter Golfer. Dann würfel nochmal. Versuch's glatt nochmal. Und ich verkack's nochmal. Wie viel hattest du drauf? 95, ich hatte auf stumpfe Waffen habe ich 40. Herzlichen Glückwunsch, das ist ein kritischer. Würfel bitte nochmal eben. Okay, wieso? Das mach's siehst du gleich. Eins. Ein kritischer Erfolg. Okay, alles klar. Es wird nicht noch schlimmer.
Okay, ich schlag nur einfach daneben. Ich setz mich ins Gras zurück, okay, und denk mir und schüttel den Kopf, denk mir, was ist nur mit mir los? Das mal abfahren, okay, was jetzt abgeht. Du schlägst gegen den Stein und du hast gedacht, er wäre locker. Ist er nicht, es knallt laut und das Ding springt zurück und trifft dich an deinem Bein. Mach dir bitte einmal Schaden. Ich guck mal eben, wie viel. Wie mach ich mir Schaden? Das ist. Was soll ich würfeln? Ich sag dir gleich, wie viel. Ich muss kurz gucken, was für Werte ich dem Ding gebe. Er hat wahrscheinlich sagen, nicht unbedingt damit gerechnet, dass du es mitnimmst. Ah, ich hab's getroffen, also wieso hab ich das getroffen? Du hast das Ding getroffen, es war allerdings kein lockerer Stein und das Ding ist zurück und hat dich an deinem Bein. Okay, aber ich hab das doch nicht getroffen, weil ich hab doch nur 95 gewürfelt. Du hast es getroffen, aber es ist was Schlechtes passiert und nicht das, was du wolltest. Deshalb machst du jetzt bitte 2W10 Schaden. Widersprich nicht dem Spielleiter, sonst explodierst du noch aus Versehen. 2W10. 16. Gut, du kriegst 17 Schaden. Ah, na toll. Oh. Ordentlich. Ja. Waffen geht ja schon super los. Ja. Ich fall zurück ins Gras und bleib dort liegen und denke mir, ach du Scheiße. Gut, dann würde ich gerne mich nochmal umschauen, ob ich irgendwo sehe, ob in diesen vermeintlichen Häusern irgendwo Licht brennt oder ob überhaupt wer es irgendwo... Es brennt nicht, es sieht auch alles so aus, als wäre da schon länger keiner mehr gewesen. Dann würde ich einfach mal zu einem Haus hingehen. So komme ich mit. Gucken, ob die Tür auf ist. Ja, ich bleib im Gras liegen. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass der Zwerg nicht da gerade im Sterben liegt. Ich bleib liegen und ich kratz. Ja, die Tür kratzt ab, offen. Genau. Ich kratz ab, ja. Geh ich doch mal vorsichtig rein. Ich komm mit. Ich reite mir die Stelle, an dem mich der Stein getroffen hat. Ich bleib. Hat dich das Schild getroffen? Das Schild hat dich getroffen. Ja, das Schild hat mich getroffen. Ich reite mir die Stelle, an der mich da, wahrscheinlich am Kopf hat mich das Schild getroffen. Am Bein, ach so. Ja. Nicht aufgepasst. Ich reib mir das Bein. Und Kopf wär's gewesen, wenn du jetzt nochmal was Hohes geworfen hättest. Dann sag zu Karl, das wird schon wieder sein, nicht traurig. Das wird schon wieder sein, nicht so traurig. Positiv gesehen, du weißt jetzt, wie viel Schaden es machen kann. 17, im Idealfall. Alles klar, okay. Der Zauberer und Bade gehen rein. Ja, die Katze sich um den Zwerg kümmert. Ich hab's gesagt. Sie kommt mit, keiner kümmert sich um mich. Ja, kommt sie. Karl kümmert sich. Jo. Gut, es ist darin dunkel. Perfekt. Ziemlich. Ich wirke Magierlicht. Gut, ihr seht, wie der Bade seine Hand schüttelt und nichts passiert. Oh. Versuch war's wert. Ja, dann schaffe ich eine kleine Flamme, die als Lichtquelle dient. Das darfst du tun, dann zauber mal. Ist das dann Feuerball 0,5? Nee, das ist dann, denke ich mal, Elementarerzeugung. Ja. Hm. 51, du musst 22 oder mehr haben. Ja. Passt. Du hast eine kleine Flamme in der Hand. Perfekt. Gut, ihr könnt also sehen und ihr seht, dass da irgend so eine Säule mit einer Tür ist, aus Metall, und nebendran ist eine Treppe, die nach oben führt. Mhm. Ich schaue erstmal, ob die Tür auf ist oder zu. Die ist momentan zu. Ich steh dabei auf und laufe den auch mal langsam nach. Ich humpel ein bisschen auf dem Weg, weil das Bein tut noch ein bisschen weh, aber... Ja, aber apropos, die Elementarzeugung kostet auch 2 Mana? Die kostet Stufe 1, ja. Aber dafür hält die auch so lang, wie du willst, weil das ist. Ja, okay. Das ist ein Bullshit-Zauber eigentlich. Da läuft gerade ein Zwerg übers Feld, in der rechten Hand über die Schulter gehievt ein Straßenschild und der linken Hand einen ausgestopften Stoffhasen. Perfekt. Ja. Mit der Axt. An dieser Stelle muss ich die Aussage, die ich mal getätigt habe, ihr habt ja Gott sei Dank keinen Vollidioten-Barbaren dabei, revidieren. Ja. Ich habe ein Straßenschild. Jo, okay. Ich untersuche diese Tür, ob da in der Nähe an dem Pfosten oder irgendwo irgendwas ist. Ja, da ist so... Ja, ich denke, Knöpfe kennt ihr. Da ist so ein kleines Metallding mit Metallknöpfen nebendran.
Okay, ich hau einfach mal spontan irgendwo drauf. Also auf die Knöpfe einfach mal alle ausprobieren. Okay, es passiert nichts. Perfekt. Ich komm dann nehmen wir mal die Stufen, ich lauf vor. Ich guck mich unten noch ein bisschen um, ob da noch irgendwas Interessantes rumfliegt. Ja, wollte ich auch. Da wie weit weg ist das Haus? Gehe ich auch mit hoch. Modi, wie weit weg ist das Haus dort, wo ich da... Das ist direkt daneben. Das ist okay. Das erste Haus, in das hier reingegangen. Dann habe ich es also jetzt erreicht und öffne die Tür und betrete das Haus. Mit meinem Straßenschild auf den Schultern. Ich verkünde lautheits, dass ich einen Namen für das Ding gefunden habe. Ich nenne es jetzt Strandschieber. Perfekt. Okay, Gesundheit. Ich gucke mich in der zweiten Etage erstmal um. Damit bin ich verdammt nah dran. Du siehst einen Gang und mehrere Türen. Ich nehme die erste links. Ich nehme die zweite rechts. Ich nehme die erste rechts. Die Türen sind verschlossen, außer... Moment. Eine ist tatsächlich offen. Die vom Baden. Woo! Ich gehe rein. Ich folge. Ja, ich auch. Gut, alles klar. Dann ich daneben. Gucken wir mal, was passiert. Kann ich denen folgen, ach, oder Gott bin sei ich Dank. Noch... Dann gucke ich mal, wie viel passiert. Kann ich denen... Gott. Kann ich denen folgen oder bin ich zu weit weg im Haus oder in einem anderen Raum? Oh, aber du humpelst jetzt die Treppe. Oh. Was ist passiert? Wer von euch ist als erstes reingegangen? Ich. Der Bade. Gut, dann würfeln wir bitte auf Wahrnehmung. Ich humpel die Treppen hoch. D100. Ja, nee. Wahrnehmung habe ich 50. Schön. Scheiße. Gut, der Bade geht rein, sagt noch, ja, hier ist alles leer. Und dann kriegt er... Jetzt muss ich kurz gucken, was denn ein lustiges Item wäre. Gummiente. Ich habe keine Ahnung, was drauf jetzt rausläuft. Also Gummiente. Schreibtischstuhl. 1 Kilogramm ja, Salami. Ich gehe als zweites rein. Kann ich auch auf Wahrnehmung würfeln, um zu sehen, was im Bad passiert? Du kriegst mit, was passiert. Ah. Naja, ist wahrscheinlich irgendwer drin, der dir jetzt was an den Kopf schmeißt oder so. Gummienten. Dildo. Ich hab hier sogar eine Gummiente auf dem Schreibtisch liegen. Perfekt. Cool. Nehmen wir das erste. Okay, du siehst, wie dem Baden eine Weinflasche an den Kopf geworfen wird. Das passt nicht für diesen Charakter. Kann ich reflexartig versuchen, sie zu fangen? Das darfst du, würfel mal auf Handeln. Erschwert, als halber Wert. Was ist Handeln? Ja, sorry, körperlich. Ah. Also einen halben körperlichen Wert. Wert. Verstehe. Nope. Sure. Versuch war es aber wert. Gut. Okay, dann kriegst du ein... Moment. Ein körperlicher Wert. Mein körperlicher Wert ist 4. Okay. Ich würde dann Tavos an seiner Schulter so ein bisschen zurückziehen und meine Hand mit dem Feuer so in den Raum halten, um den Raum zu erleuchten. Gut, ihr seht, dass ihr scheinbar in das Lager von den Viechern, die natürlich immer und überall zu finden sind, gekommen seid. Ihr seid nämlich mitten in 4 Goblins geraten. Ich stehe inzwischen, inzwischen an der Tür und guck, was die dort machen. Ich bin noch ein bisschen abseits von ihnen hinten und sie dort gerade in den Raum rein. Dann würde ich gerne mal mich in den Raum schnell umschauen, ob was Interessantes zu sehen ist, oder so aus den Goblins. Alles klar, das kannst du kurz tun. Mach einmal Wahrnehmung und würfel auch gleich mal deine Initiative aus mit einem 10er. So, Wahrnehmung habe ich gewürfelt 51, ich habe 60. Das heißt, das hast du geschafft, dann siehst du auf den ersten Blick nichts, was du jetzt nicht erwartet hättest bei einem kleinen Goblin-Lager. Das heißt, eine ganze Menge von irgendwelchem billigem Kram, mit dem du nichts anfangen kannst. So. Okay, dann... Sind die Goblins tot, oder?
Nein, demnach zu urteilen, ja, ich habe eine Weinflasche an den Kopf bekommen, also. Oder wo auch ja, immer ich sie hinbekommen habe. Also er kann scheinbar schon sich umgucken, ohne Gegenwehr zu bekommen. Also, er hat bloß Wahrnehmung gut gewürfelt. Okay. Ja, er hat Wahrnehmung gewürfelt. Wenn er in den Raum kommt, selbst wenn er irgendwer drin ist, der gerade angreift, kannst du trotzdem kurz gucken, ob du irgendwas auf den ersten Blick siehst. Ah, ja. Ja, wer ist jetzt alles im Raum und wer ist jetzt alles im Kampf? Damit? Also ich stehe draußen, ich stehe noch an der Tür, also ich bin... Ja, der Zwerg ist momentan nicht drin. Der guckt sich noch den... der guckt sich gerade den Fahrstuhl noch an. Havos, ich stehe auch noch vor der Tür. Havos wurde ich nach hinten gezogen. Ich wurde nach hinten gezogen, als ich die Flasche an den Kopf bekommen habe. Gut, dann würfelt Havos bitte Tür. Noch einmal seine Initiative aus. Oh je, der Fahrstuhl ist interessant. D100. Moment, ich muss noch für die anderen... Also ich möchte währenddessen gucken, ob 10er würfeln. Ah, 10er war's, okay. Also ich suche... Ich hab schon nicht mehr hier ganz im Kopf. Ich untersuche währenddessen den Fahrstuhl und... Okay, das heißt, es ist Zauberer, dann Tavos und dann die... Wie viel hatten wir gesagt? Sagen wir mal 3 Goblins. Weiß nicht, ob ich 4 oder 3 gesagt habe. 4. Dann was ich gerne machen würde... Einer. Was ich gerne machen würde, wäre, ich würde quasi mit Tavos rausgehen, wir stehen ja noch an der Tür, ja. Und die Tür zumachen. Das kannst du gern versuchen. Ich vermute mal, ja, das ist eine Aktion, ich kann keinen Zauber nochmal wirken, ne? Das ist eine Aktion, ihr steht jetzt draußen, ihr habt eine Tür, die ihr nicht mehr die ihr momentan nicht verschließen könnt und drei magischen Siegel einschlafenden. Das kannst du versuchen. Ja, das du versuchst. Das versucht er. Ich kann dich ja noch nicht. Ich habe jetzt erstmal die Tür zu. Ja, momentan seid ihr noch im Kampf. Ich kann kein magisches Siegel wirken, also. Ja, du kannst aber noch irgendwas machen. Die drei werden jetzt erstmal kurz brauchen, bis sie an der Tür sind. Während ich die Tür zumache, sage ich Tavos, halt mir die Tür zu, dass sie nicht raus können. Also ich wüsste eine Lösung. Na gut, dann halte ich erstmal die Tür zu. Ich weiß ja nicht, wie weit die Goblins von der Tür weg sind. Also ich wüsste eine Lösung für das Problem, aber das will ich nicht tun. Das will ich nicht machen. Was? Ich habe gerade Modi nicht gehört. Mit dem Schild verklemmen. Ja, aber das will ich nicht tun. Im Raum, also wir brauchen schon einen Moment, um an der Tür zu sein. Aber also eine Runde Zeit haben wir schon. Eine Runde Zeit habt ihr gerade. Für mein Schild behalten. Dann halte ich jetzt erstmal die Tür zu. Gut. Ja, die drei versuchen auf die Tür zuzukommen. Der Zauberer ist wieder dran. Ich wirke magisches Siegel. Dann tu das. Aber ihr seid doch noch drinnen im Raum. Nein, sind wir nicht. Standen an der Tür. Okay. Ich habe die Tür aufgemacht, Kopf reingesteckt und eine Flasche an den Kopf bekommen. Guck ich mal eben, was für Werte der hatte. Moment. Alles klar, der hatte Stufe 1, das heißt 22 musst du mindestens werfen. Das hast du geschafft, die Tür ist zu, würdest du sagen. Wenn auch nicht für lang. Genau, aber so haben wir erstmal Zeit. Sollen wir uns verpissen? Also ich möchte, während die das machen, würde ich gerne den Fahrstuhl... Kampf. Kannst du das nicht dich gleich, weil... Ich würde gerne den Fahrstuhl... Gerade nicht, der Kampf ist jetzt erstmal vorbei, die kommen nicht an euch ran. Also okay. Ich würde gerne den Fahrstuhl untersuchen, ob da irgendwie... Also das ist für mich sehr interessant. Ich guck da, Ich drücke gegen etwas, was die Knöpfe sind. Mal auf Technik. Ich drücke gegen die Knöpfe und gucke, ob da was passiert. Also ob da, also ich weiß nicht, was die Knöpfe sind, aber. Habe ich denn was an Technik? Du hast einen Wert auf Technik. Technik habe ich 40. Dann würfel mal bitte darauf. 64. Ja. Es gelingt mir nicht, die Knöpfe zu drücken. Es gelingt mir nicht, die Aufzugknöpfe zu drücken. Nee, das gelingt dir. Du kannst auch auf jeden Fall sagen, das ist irgendwas Mechanisches, aber. Aber Technik ist doch. Aber Technik ist doch die. Technik ist körperlich, das heißt. Ja, das ist allgemein eigentlich an Zeug rumbasteln, irgendwas bauen und entsprechend halt auch. Also ich erkenne, ob du irgendwas umbauen kannst. Also ich versuche, das Pads dort, das Knöpfe-Ding abzureißen und da mal da was drum zu. Würfel auf waffenlos. Ich schaff das nicht. Das ist ja das Technik, oder was? Würfel einfach mal auf waffenlos, wenn du das Ding runterreißen willst. Ich erschwär's dir auch nicht, weil das ist relativ alt schon. 52. Waffenlos habe ich 20, das schaffe ich nicht.
Ich hab's nicht, das. Ich rupfe ein bisschen dran, aber ich schaff das nicht. Das ist, Tja, der Schraubenzieher hat keiner von uns, glaube ich, dabei. Noch nicht. Eher nicht, ja. Könnte vielleicht versuchen, einen zu schmieden. Erstmal müsst ihr wissen, was das Konzept einer Schraube ist. Schrauben, ich bin Gelehrter. Ich hab ein. Schrauben gibt es zwar überwiegend im Süden, aber Schrauben gibt's schon. Ich hab auch in der Fantasy-Welt selbst. Ja. Ich okay. Hab im. Ja, ich hab im. So ein bisschen Steampunk-mäßig unterwegs von daher. Also ich hab im Inventar. Fancy. Ich hab im Inventar habe ich eine Zange drin, die. Mit der versuche ich so ein bisschen. Mit der Zange möchte ich ein bisschen dran rum. Mit der Zange schaffst du es auch tatsächlich, das Ding zu lösen. Okay. Ich steck mir das Ding in. Ich steck mir das Knöpfe-Pad in die. Den. Ist so ein Ding mit zwei Knöpfen. Du siehst, dass irgendwelche Sachen lang. Lange Schnüre aus dem Material, das du nicht kennst, daraus raushängen. Ich reiß das Ding ab und steck's mir ins Inventar, ins Inventar, das Metallbrett dort mit den zwei Knöpfen für oben und unten drauf steck ich mir ins Inventar. Das Werk müllt sich weiter sein Inventar zu. Da hängen noch zwei. Es liegt super im Inventar mit der Hand voll Dreck und der Fiole voll Pisse. Das sind noch zwei, drei Fäden dran, also zwei, drei Kabel hängen da noch so halb raus, die dann halt noch so, die noch mit dem, die für dich, also die zwei Kabel, die für oben und unten gedacht waren, die damit verbunden waren, die habe ich damit rausgezogen, die dann. Ja. Wie nennt man das? Was habe ich jetzt im Inventar? Hast du ein Glück, dass das Ding keinen Strom hatte gerade? Ja. Was ist Strom? Ich würde sagen, der Zwerg hat eine natürliche Erdung von, oder? Er ist ja sprichwörtlich Erde. Ja. Steckt einfach seine Hand in seinen Glasfalldreck. Ich hab einen Glasfalldreck. Okay, wie nennt man, was macht der Rest? Wie nennt man das, was ich jetzt im... Die Goblins, die versuchen, eine Tür einzurennen. Wie nennt man das Ding, was ich im Inventar habe? Ich habe keinen sehr hohen Mutwert, also verlasse ich das Haus. Schiffe. Alles klar. Natürlich. Ich folge Tavos. Du gehst runter und siehst gerade noch, wie der Zwerg sich irgendwas aus Metall einsteckt und anscheinend fehlt an der Wand irgendwas. Ich zock mit den Schultern und bewege mich weiter raus. Gut, der Rest. Ich folge ihm. Etage höher. Gut, sie geht höher. Ich folge Tavos mit meinem Zeug, was gerade ins Inventar gesteckt habe, mit dem. Holt ihr einfach ab. Ich schon wo ich sehe, dass sie war, dann hochgeht, gehe ich auch hoch. Obwohl, bevor wir hochgehen, möchte ich gerne noch ein Stolperdraht oder sowas. Bevor du hochgehst. Dann Würfel auf Fallen stellen, das müsstest du haben. Und ich ziehe in der Zeit schon mal meinen Degen, vorsichtshalber. Alles klar. Du hast einen Degen? Ich habe nur Degen. Mhm. Absolut nicht. Würfel bitte nochmal. Oh fuck. Scheiße. Oh. Jawohl. Stolperfalle, sagst du. Fällt sie selbst drüber? Das sehen wir gleich. Ich muss mir jetzt gerade überlegen, was am dümmsten damit passieren könnte. Was benutzt du zum Spannen? Ein Stück Seil und ein Korb als Alarmdings vielleicht. Alles klar. Du spannst das Zeug und willst gerade den Korb befestigen. Dabei musst du drüber steigen, stolperst und reißt das Seil auseinander. Du kriegst... Ups, das war schlecht. Oh Mann, ey. Du kriegst zwei Schaden und hast ein Seil verloren. Ich habe 30 Meter Seil, als ob ich das komplett benutze. Du hast ein Stückchen Seil verloren. Jetzt hast du 29 Meter Seil. Jetzt hast du 29 Meter Seil. Okay. Morty, ich hab's immer rausgefunden, ich hab's gerade gegoogelt. Das Ding, was ich da abgerissen habe, heißt Zweiknopfsammler. Das kommt so aus dem Nichts. Ich habe einen Zweiknopfsammler im Inventar. Sehr schön. Das ist die exakte Beschreibung für dieses Pad, wo oben und unten drauf ist. Das ist die. Ja. Ja, das gefällt mir zwei Knopf. Okay, dann gehen wir jetzt nach oben. Gut, ihr geht jetzt nach oben, nachdem sie sich erst aufs Maul gelegt hat. Ja, ich helfe ihr natürlich auf. Ja, das sehr freundlich das ist von euch.
Oben seht ihr genau dasselbe Bild, nur sind die Türen hinten weiter von den anderen entfernt als die unten. Na gut. Ich würde also mehr Raum zwischen den Türen. Mehr Raum zwischen den letzten Türen. Dann würde ich die erste Tür links versuchen, langsam aufzumachen. Also langsam und leise vor allem. Alles klar, das gelingt dir. Und es scheint ein leerer Raum mit Bett und einem kleinen anderen abzweigenden Raum zu sein. Sonst siehst du jetzt nicht so besonders viel. Dann würde ich in diesen abzweigenden Raum einmal hineinschauen. Alles klar, du siehst so eine kleine Kammer, die mit Glas verkleidet ist, oben irgendwas aus Metall und ein Stuhl aus irgendwelchem Keramikzeug. Ich habe einen Ort für die Pfirole voll Pisse gefunden. Knöpfe. Wobei, du warst aus dem Süden, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, ich habe euch da hingelegt. Dann weißt du, dass das ein Klo ist. Zumindest. Weil die habt ihr da unten auch schon. Interessant. Ähnlich zumindest. Also weiß ich, dass es in Ort ist, um Privatsphäre zu haben, sag ich mal. Ja, du weißt jetzt, zu erleichtern. Du warst jetzt nicht unten und hast kein Loch nach oben gesehen. Du weißt also nicht, ob das einfach runterfällt oder wie die das geregelt haben. Wahrscheinlich irgendwas Magisches macht ihr ja auch so. Ich lese mir gerade die Bedienungsanleitung von so einem Ding durch. Das ist so schön. Wie man sowas... Ich darf mal vorlesen. Wer mit dem Fahrstuhl nach oben fahren möchte, muss auf den Knopf mit dem Pfeil nach oben drücken. Auch wenn dieser dann da von oben nach unten zum Passagier fahren muss. Wundervoll. Gibt's eine Betriebsanleitung, wie man so ein Ding benutzt, so einen Fahrstuhlknopf. Genial. Ja. Die hängen wahrscheinlich in Amerika. Also die Bedienungsanleitung. Ja. Wusste ich nicht. Im Fahrstuhl, wo du sie erst lesen kannst, wenn du draußen schon hättest drücken müssen, um reinzukommen. Ja, das ist höchstwahrscheinlich so. Okay. Gut. Was tut ihr? Sehe ich irgendwelche Schränke, Truhen, irgendwas, wo vielleicht Sachen noch verstaut sein könnten? Du siehst einen Schrank aus Holz. Würde ich gerne reinschauen. Alles klar, ich guck mal, ob du irgendwas findest. Du findest nichts, der ist leer. Scheint vor länger keiner mehr da gewesen zu sein. Dann würde ich den Raum wieder verlassen. Alles klar. In der Zeit habe ich die nächsten Türen schon mal gecheckt und bin die erste rein, die offen war. Alles klar, das wäre ganz hinten. Der Rest ist entweder blockiert oder verschlossen gewesen. Okay, dann öffne ich da sehr vorsichtig die Tür und kann aufgrund meiner Nachtsicht erkennen, ob da Goblins drin sind oder nicht. Ja, tatsächlich nein, aber du siehst... Nicht frech. Also wir, also Tavos und ich warten also draußen vor der Tür auf die, oder? Also ich wollte eigentlich das nächste Gebäude mal gucken, aber diesmal sehr viel vorsichtiger. Also ich würde tatsächlich... Das nächste Gebäude ist verschlossen. Oh. Der Rest sind nur noch Ruinen. Ich frag mal Tavos, ob wir hier vielleicht auf die anderen warten sollen und dass wir uns mal vor der Tür einfach mal absetzen und mal ein bisschen... Weil ich überhaupt noch gar nicht gefragt habe, wie sieht die Welt an sich eigentlich aus? Ja, das meiste an Gebäuden ist zerstört, ansonsten... Ich meine auch so Welt an sich, Himmel blau noch oder... Ja, Himmel ist noch blau, Wetter ist schön. Und sind wir jetzt nicht so 35 Grad Standardtemperatur oder sonst was? So wüstenartig oder so? Nee, wüstenartig nicht, aber... Also ganz normal gemäßigtes Klima. Warm, wahrscheinlich Sommer. Das ist wie auf dem normal gemäßigtes Klima und passt, okay. Also wie wir auf dem Bild gerade gesehen haben mit Wiese und mit, also, dass das Gras genau, war, ist dann schon richtig. Das Bild beschreibt so die allgemeine, das allgemeine Bild ganz gut. Also alles ist relativ gut zerstört, relativ viele Bäume, Gras überall. Das kannst du gerade mal wieder einblenden. Nein, ihr seid auf der Karte, die ihr noch überhaupt nicht... Ja, wir haben sie angeguckt, festgestellt, wir haben keinen Plan, wo wir sind und haben wieder aufgehört mit der Karte. Wo sind wir denn überhaupt? Mein Plan wäre jetzt halt gewesen, bis aufs Dach stückweise hoch und von da aus zu gucken. Das ist ein guter Plan und mit dem machen wir jetzt auch weiter. Finde ich vorher noch was in dem Raum, bitte? Findest Küchenutensilien, weil du offensichtlich in einer Küche gelandet bist. Okay, ich durchwühle die Schubladen und nehme alles mit, was mir irgendwie sinnvoll erscheint.
Was erscheint dir denn sinnvoll? Mixer, mir erscheinen Mixer. Sinnvoll scharfe Gegenstände, also Messer, okay, und also Schalenartiges. Ich wollte nur mal. Ist ja auch ein Massagegerät. Oh. Ich guck mal, aber was eher nicht in der Küche, du findest so, ne? Etwas und du findest. Damit massiert man das Fleisch, was? Du findest zumindest eine interessante Sache, das ist ein. Ja, noch ein sehr scharfes Messer, wahrscheinlich von irgendeinem Fleischer zurückgelassen. Was für ein Messer? Eins zum Schneiden. In der Küche gibt es hunderte von Messern. Die man ein Fleischerbeil. Ihr habt da unten mindestens drei, wenn nicht mehr Goblins. Es ist ein Wunder, dass überhaupt noch irgendwas in diesem Gebäude da ist. Aber die haben da unten den ganzen Müll gehortet, ja? Die haben den ganzen Müll von dem ganzen Ding gehortet, so wie sie es. Aber er hatte festgestellt, davon ist nichts für uns sinnvoll, ja? Er hat auf den ersten Blick nichts Sinnvolles erkennen können. Wenn er sich ein paar Stunden Zeit nimmt und alle Berge durchwühlt, vielleicht. Okay, perfekt. Ich habe eine Frage. Aber dann gebe ich mich damit zufrieden und verlasse den Raum wieder. Also bleiben wir da jetzt unten stehen, Tavos, oder bleiben wir vor dem Tür? Ich gehe nicht nochmal rein, sage ich mal so einfach. Okay, dann ich setze mich... Ich habe gerade eine Weinflasche in die Fresse bekommen und ja... Ich biete Tavos an, dass du das Wein von deinem Gesicht? Ich leck mir den vom Gesicht, falls da noch Wein drin war. Also ich biete Tavos. Es war noch Wein da. Ich biete Tavos an, dass okay, wir uns nehmen. Okay, ich sehe ein, dass du mir den Alkoholiker Nachteil gegeben hast. Ja. Ich biete Tavos an, dass wir uns neben die Tür setzen und das war. Und ich biete ihm tatsächlich an, mal, dass er einen von. Also ich trinke eine von meinen Fiolen, von meinen Drogenfiolen aus und biete ihm auch eine an, ob er die haben möchte. Ich gucke ihn eine Zeit lang an und schüttle den Kopf. Okay. Gute Entscheidung. Gute Entscheidung, weil okay. Das Zeug ist. Kennst du. Was machen die anderen beiden? Nur mal so. Wir gehen rauf aufs Dach. Und zwar cool, hier geht's aufs Dach raus. Kennst du Zwergschnaps aus The Witcher? Das ist eine ziemlich gute Beschreibung, ja. Ja. Das Zeug ist in The Witcher nicht ohne Grund nicht trinkbar. Sondern Alchemiezutat. Ja, okay, ihr seid auf dem Dach. Mhm. Es ist kein so großes Gebäude, aber es reicht zumindest um. Hat jemand Orientierung oder irgend sowas in der Richtung? Mensch, ich hab die Karte und ich bin unten. Perfekt! Oh no! Naja, so einzige Wahrnehmung. Ja, ihr werdet euch schon wieder treffen. Ich kann euch schon sagen, wo ihr etwa seid. Ja, okay, dann Wahrnehmung. Ich würde sagen, ja, einfache Wahrnehmung reicht, weil beide. Es ist schon beide dürfen ja. Oh, 69. Was hatten wir für 69? Hatten wir für 69 nicht Sonderregeln? Auf jeden Fall. Ja, ich weiß wieder was. 69 war doch. Okay, also erstens. Sag mir nicht, dass jetzt irgendwas abgespaced ist. Die Katze wird rollig. Alleine da oben auf dem Dach stehen. Wer von euch hatte nochmal. Also, Katze wird rollig. Wenn ihr jetzt einen D10.000 würfelt, weißt du Bescheid. Nein, das nicht. So. Ich fände es sehr gut, wenn die Katze bei. Wisst, dass ihr jetzt. Wenn es 69 ist, dann muss die Katze rollig werden. Etwa genau, hier aber so. Ich habe die 69 nicht gewürfelt. Nein, der Zauberer hat. Hat gewürfelt. Also bitte Zauberer als vorlich. Ich muss mir was Lustiges überlegen. Ey, ich bin hier der Brünftige. Ja, trotzdem hast du nicht die 69 gewürfelt. Aber es ist 69. Das ist. Dann ist man halt mit mir brünftig. Ich weiß doch auch nicht. In der Situation fällt mir tatsächlich nichts ein. Uns ist gerade einiges eingefallen. Uns ist einiges eingefallen hier. Bei 69. Ja, schon, aber die Sonderregel auf der Seite, die ich lustig fand, war halt zum Beispiel sowas wie. Ich versuche einen Baum zu fällen. 69. Ah, der Baum verwandelt sich in ein Pflanzenelementar im Bikini. Oder sowas. Du denkst dir irgendwas aus. Aber ja, Vater nee. Morgana und sieht in der. Sie auf einem leeren Dach. Irgendwo am Horizont ein phallusartiges Gebäude. Die Katze wird rollig, also. Die Klimaanlage verwandelt. Ah, ja, doch, das wäre tatsächlich gut. In der Ferne sieht er ein grob penisförmiges, langes, schwarzes Gebäude. Ah, etwa. Perfekt. Ihr denkt so an die Szene von How I Met Your Mother. That's a penis.
Ich hab, ja. Also mich hat es jetzt eher an Leisure Larry Suit an, als das. Ja, das ist tatsächlich. Es sieht tatsächlich genauso aus, nur in schwarz. Und lang und noch länger. Ja, kein Wunder, dass es lang ist, es ist auch schwarz. Und du willst es nicht. Ja. Oha. Ja. Das will ich jetzt nicht gehört haben, das ist jetzt hier mal. Das ist jetzt, dann distanziere ich mich mal von. Entdeckt in der Ferne auch, was auch hilft, um die Location ein bisschen zu bestimmen, einen riesigen Penisturm. Geil. Hab mich geholfen zu haben. Ja. Gut, ich guck mich auch nochmal um. Ja. Ne? Just in case. Das Bild aus Leisure-Larry willst du nicht einblenden, oder? Nein, man kann sich einen Penisturm gut vorstellen. Jeder von uns hat How I Met Your Mother gesehen. Nein. Ein Teil, aber nur die Folge, ein Teil. Die Folge leider nicht. Soll ich es wirklich beschreiben? Ja. Nein. Modi, die Folge leider nicht. Die Folge leider nicht. Kuppeln unten. Ah. Aha. Klassiker. So baue ich auch alle meine Gebäude. Ja, oben scheinbar ein großer Springbrunnen noch drauf. Direkt auf der Spitze. Perfekt. Es ist so ungefähr der Turm, den ich in Minecraft Armor Staffel 1 gebaut habe. Der sah. Es ist ein riesiger Penis mit Hoden. So. Der sah am Ende ziemlich stark danach aus. Nicht aufgefallen. Einigen wir uns darauf. Okay. Smart. Weitermachen, bitte. Okay, schön. Also, was sehe ich? Minecraft Armor 1. Du siehst genug Orientierungspunkte, die eingezeichnet sind, um zu bestimmen, dass ihr etwa auf dieser Position hier seid. Okay, perfekt. Also links von uns ist dieser Tempel, rechts von uns so ein Haus oder so, ja? Ja, ganz genau. Und geradeaus ist wahrscheinlich ein Fluss oder sowas, wo irgendwas drüber führen könnte. Mhm, okay. Dann gehen wir mal wieder runter, wa? Ja. Wie hoch ist das Gebäude? Kann ich hüpfen? Nein, lassen wir lieber sein. Wie hoch ist das Gebäude? Ja, nein. Zwei Stockwerke. Okay. Da kannst du hüpfen. Wenn du es tun willst, dann tu es. Auf keinen Fall. Du könntest das. Einfach also ich so? Sag mal so, du könntest das. Du hättest damit kein Problem. Schmeiß den Zwerg runter. Der ist nicht oben. Der Zwerg. Der muss halt hochgehen, damit man dich runterschmeißen kann. Nö, also ich hänge mich an das Dach und lass mich runterfallen. Okay, ja, die Katze springt runter. Ich folge und laufe runter. Ich bin sehr irritiert, als plötzlich eine Katze neben mir einschlägt. Nein, nicht einschlägt, sie landet halt auf ihren Füßen, so wie üblich. Ich habe nicht definiert, wie stark der Einschlag ist, also. In deiner Vorstellung springt sie neben dir ein. Superheldenlandung! Das geht immer so auf die Knochen. Auf die Knie. Okay. Kennst du dieses, mach das schon gescheit. Kennst du dieses Video von den Eichhörnchen? Eichhörnchen, die immer wie Helden landen. Eichhörnchen sind in der Hose drin. Ah ja. Entschuldigung, musste gerade Phineas und Ferb zitieren. Ja. Okay, gut. Was tut ihr? Ihr wisst jetzt, wo ihr seid etwa? Ja, ich hol die Karte wieder raus und frage, wohin wollen wir denn? Tja, das ist so eine Frage. Wollen wir sofort dahin, wo dieser Turm durchgestrichen ist, wo es anscheinend gefährlich wird, oder wollen wir erstmal in den Tempel und gucken, ob es da noch was Schönes zu holen gibt? Ich habe eine Frage. Sieht nur der Zauberer den Turm in dieser Form, oder? Ihr zwei seht nichts. Die Katze könnten gesehen haben. Okay. Erzählt ihr uns von dem Turm, oder? Ja, sicher. Wir erzählen euch, wo wir sind und was es da alles so gibt. Okay, dann. Ich schlag vor, zu dem Turm zu gehen. Nein. Ja. In die Richtung. Ich würde erstmal zum Tempel gehen. Ja, oh, Tempel geht gut. Mir. Schön, 3-1. Ja, von mir aus. Na dann? In der Zeit, in der wir uns auf den Weg machen, gehe ich kurz mal auf Toilette. Ah, sehr schön. Würfel auf Initiative. So. Gut. Ich musste kurz den Turm anpassen, aber sonst. Ja. Mal auch noch so einen Fall drumherum. Ich glaube, der ist auffällig genug jetzt. So ungefähr. Ja, etwa. Wunderschön. So ist jetzt Penis, okay, gut. Passend. Ja. Beautiful. Sehr schön. Okay, wo wollt ihr hin? Zum Tempel. Was davon seht ihr als Tempel? Oben oder unten? Dort unten. Unten, okay, alles klar. Dann geht ihr durch überwiegend
waldartiges Gebiet. Wiesen, vereinzelt ein paar Felsen und so weiter sind noch da. Aber sonst alles relativ ruhig. Ob ihr noch irgendwas erlebt, finden wir gleich raus. Ja, irgendwas passiert auf jeden Fall. Aha. Das ist auch jetzt keine so kurze Strecke, ein paar Kilometer sind's. Mhm. Jetzt muss ich nur kurz die Eventliste, was passieren kann, raussuchen. Moment. Während der Spielleiter plant, nehme ich einen Schluck Schnaps. Darum ist auf jeden Fall ein Springbrunnen auf dem Dach. Sowas von. Ja, habe ich ja gesagt, der ist da. Ein großer Springbrunnen ist da oben auf dem Dach des Tors. Das ist so geysierartig, der bricht nur ab und zu aus. Ja, genau, in unregelmäßigen Abständen. So gefällt mir das. So, 20 haben wir zur Auswahl. So, was passiert dann? Ah ja, ihr findet auf dem Weg noch ein paar schon etwas länger da liegende Leichen. Durchsuchen! Durchsuchen, untersuchen. Ich ebenfalls. Ich untersuche mal auch ausnahmsweise mal. Ihr findet etwas. Wie viel findet ihr? Ja. Mehrere, dann würde ich sogar alles. Sagen. Die Katze untersucht nicht, die sitzt daneben und schaut sich das an. Findet 6 Sachen. Nice. Na, das passt doch. Jeder 2. Ja, jeder kriegt 3 Sachen. Ob sie sinnvoll sind, finden wir gleich raus. So. Okay, was habe ich im Inventar? Ihr kriegt auf jeden Fall 2-mal dasselbe. Welche Reihenfolge wollen wir diesmal? Ladies first. Der es zuerst gesagt hat. Ladies so, first finde ich gut. Nehmen wir von der Seite mal eins. Also wer kriegt jetzt jeder 2 oder jeder 3? Jeder 2. Jetzt muss ich kurz googeln, was das ist. Yomi kriegt auch welche. Von was? Wir haben ein paar Leichen gefunden und durchsuchen die gerade. Wir flattern gerade ein paar Leichen. Leichenflatterei. Ein Spaß für die ganze Familie. Sag an, Modi, was kriegen wir? Ja, aber einer muss sterben. Vorher. Ihr habt so ein scheiß Glück. Na, let's go. Was? Ihr habt so ein fucking Glück. Ja, hau raus. Was? Ich schick's einfach mal kurz in den Discord. Ihr findet. Da sieht's keiner. Säbel an einem von denen. Ja, es müsste auch nicht gezeigt werden. Deswegen, ihr findet sowas. Erstmal an einem. Aha. Oh, so. Einen eleganten Säbel. Sieht ja fancy aus. Den brauche ich nicht. Ja. Wer will den haben? Ich brauche den nicht. Keine Ahnung, hat mir nicht gesagt, Ladies first, dann habe ich das jetzt. Ja. Hast du den? Oh jo. Du kannst den aber weitergeben. Ich kann auch am ehesten damit umgehen. Dann kannst du den weitergeben, wenn du den nicht brauchst. Nö, ich glaube nicht. Ihr findet so ein kleines Büchlein, das ihr überhaupt nicht lesen könnt. Also Jomi findet kriegt das. Am ehesten der Zauberer, der hat noch die höchste Chance, dass er es mal lesen kann. Das kriegt jetzt erstmal die Katze. Das kriegt jetzt erstmal die Katze. Ich kann es gern weitergeben. Wenn es nicht braucht. Ja, ich behalte den. So, als nächstes kommt der Zwerg dran, oder was? Ja, der Zwerg bekommt... Moment, wie viele? 2 Dinger braucht. Eine Stuhlprobe. Passt schon sein, Fisches. Habe ich schon. Stuhlprobe noch nicht. Du bekommst 34 Kupfermünzen. Du findest also so einen kleinen Beutel. Schreibe ich zur Währung dazu. Ja. 34 Kupfer. Schön, dass die Währung konstant geblieben ist. Warum sollte sie das auch nicht sein? Ja gut, wie lange haben wir jetzt den Euro? Deutsche Mark, Euro. Das ist nicht die Welt. Das ist nicht in der anderen. Wir sind in einer anderen Welt. Wir sind in der Zukunft, aber nicht in derselben. Das war nur ein Beispiel, wie sich schnell sich die Währung ändern kann. Mein Gott. Ja. Die hat sich hier nicht geändert. Hat sich zum Glück nicht geändert für euch. Und ich habe keine Lust gehabt, mir eine andere Währung auszudenken. So, ich habe 34 Kupfer. Da haben unsere Münzen wahrscheinlich allesamt Sammlerwert. Wenn das sowas das zweite, was ich kriege, Modi. Wo waren wir? Wir sind bei der 13. Du bekommst einen du findest noch einen kleinen blutigen Brief. Na. Du. Ich krieg den Müll wieder. Passt ja. Gut, wer ist als nächstes dran? Ja, ich. Du bekommst 15 Kupfermünzen. Wuhu.
Und als letztes bekommt ihr. Ne, der Zauber kriegt dann noch was. Nicht als letztes. Du bekommst so, so ein kleines Fläschchen. Okay, der Zauber bleibt leer. Ja, wir haben ja nur sechs Sachen gefunden. Wir haben jetzt zwei aufgeteilt. Ist da was drin? Ja, da ist tatsächlich noch was drin. Aber es ist jetzt so ein kleines Teil. Haben wir nicht hintergefragt. Das also ein paar Milliliter auf jeden Fall. Irgendwas Tränkiges. Wollen wir dem Zauberer auch noch was? Wollen wir dem Zauberer auch noch was abgeben? Oder der hat jetzt nichts gekriegt? Er hat das Fläschchen. Er hat das Fläschchen bekommen. Hab ich. Er hat es dir nicht gegeben. Noch nicht. Ich muss auch überlegen, was ich das mache. Wenn du jetzt sechs Sachen sagst, ich habe nur vier mitbekommen. Ja, es wurde gelootet. Die ersten paar Sachen. Na, du hast zwei gekriegt, ich habe zwei gekriegt und jetzt hat Prof und Ding zusammen. Dann habe ich das zweite verpasst. Bitte nochmal Nachtrag. Das war der kleine blutige Brief. Ah ja. Den habe ich aber gekriegt. Also ich habe. Du hast den Brief nicht. Du hattest Säbel und das zweite weiß ich leider auch nicht mehr. Ja, eben, deswegen. Ah, Buch war's. Säbelbuch, dann habe ich den, dann habe ich die 34 Kupfermünzen, den kleinen und den blutigen Brief. Und dann kamen die Sachen, die jetzt Prof und Dings gehabt haben. Okay, Geld. Perfekt. Gut. Wollt ihr mir das Buch und den Brief geben, dass ich die untersuchen kann? Vielleicht kann ich es lesen. Können wir uns gleich zusammen angucken. Okay, ich war gerade dabei, den Brief zu öffnen, da mal schon mal zu gucken. Da steht drin. Mir schöne Bilder. Ein Manga. Ey, das hätte echt Stil. Das hätte Stil. Modi, ich öffne den Brief und guck, was da drin steht. Manga hat er die Geschichte des Bossmonsters vom letzten Mal erzählt. Weiß ich. Schön. Was sehe ich in dem Brief, Modi? Du siehst eine nicht so schöne Handschrift in Zeichen, die du nicht identifizieren kannst. Ich reiche das weiter an den Zauberer. Du siehst dasselbe. Perfekt. Ja, läuft. Du hast jetzt den blutigen Brief. Ja. Okay, ihr geht also weiter bis, ich nehme an, hier etwa. Und da seht ihr ein großes, ziemlich gut erhaltenes Gebäude für den Zustand, in dem sich alles andere zu befinden scheint. Es hat dicke Fenster, Treppenaufgang, Säulen vorne dran und etwas, was wie eine Eingangstür aussieht. Wo sind wir gerade? Sind wir noch an dem Tempel oder wo sind wir? Ihr seid jetzt gerade an dem Tempel, ja. An dem, was ihr für einen Tempel haltet, ja. Okay. Ich würde mir gerne die Umgebung so ein bisschen anschauen, so vorne und seitlich, ob man da was erkennen kann. Ich mache jetzt nicht nochmal die Tür als erstes auf. Ihr seht da jetzt nicht so viel, ihr seht flaches Land, Wiese. Alles, ihr seht jetzt auch nicht irgendwelche Gefahren, die auf euch zukommen oder so. Ihr seht aber, dass an der Tür viele verschiedene Sachen in Symbolen geschrieben sind, die denen in den Briefen ähneln und so weiter. Ja, mehr jetzt erstmal nicht. Ich untersuche jetzt meine. Habe ich irgendeine Möglichkeit, einfach noch die Sprache vielleicht selbst zu lernen? Also am ehesten. Ja, ich gucke mir mal das Buch rein. Ich wollte gerade sagen, also ich habe halt so alte Sprachen. Ja, also mittlerweile haben wir doch einiges an, ja, an Material, um irgendwie versuchen zu können, wenigstens abzuleiten, was es sein könnte. Ja, das könnt ihr. Vielleicht findet ihr auch noch mehr. Ihr seid jetzt vor der Tür auf jeden Fall. Ich möchte gerne die Kupfermünze, die ich gefunden habe, untersuchen, ob die auch schon alt genug sind, dass man da theoretisch, dass man davon ein bisschen Kupfer abreiben könnte und dann ein bisschen was für Chemikalien gebrauchen könnte. Das kannst du sowieso immer machen. Welche Tageszeit haben wir? Es ist jetzt so, wir schätzen mal so später Nachmittag. Ich würde gern untersuchen, wie alt die sind, also wie gut erhalten die Münzen sind oder wie, ob die schon rostig sind oder ob da schon irgendwie, ob das Kupfer, ist das Kupfer schon grün oder ist das noch? Ja, eine leichte Patina hat's schon, aber alles noch im Rahmen. Okay, ich kratz mir davon, also ich nehme eine Münze raus und kratz mir da, oder generell von den Münzen kratz mir so ein bisschen was an dem
von dem grünen Kupferbelag ab, was dort irgendwie ist. Alles klar, dann schreib dir ein paar Gramm Kupferoxid dran ins Inventar. Kupferoxid. Wie viel habe ich davon jetzt? Eine halbe Fiole oder wie das was da? Sagen wir einfach mal 2 Gramm. Wenn es hochkommt. Ist nicht viel runtergekommen. Okay. Ich würde der Gruppe vorschlagen, weil. Oder ich würde mir gerne diese Zeichen, die an der Tür stehen, nochmal genauer angucken. Wie die da stehen. Womit sind die geschrieben? Außenrum scheinen mit irgendwelcher Farbe dran gemacht zu sein. Du weißt jetzt nicht genau wie. Es sieht nicht nach Pinsel aus. Es sieht auch nicht nach Stiften aus. Also das scheint mir nicht unbedingt vertrauenserweckend. Ich würde vorschlagen, ja, dass... Ihr habt sowas Ähnliches auch auf dem Weg schon an verschiedenen Sachen gesehen. Es ist halt bunt, es sieht interessant aus. Vielleicht hat sich da irgendein Künstler was bei gedacht oder so. Ja, deswegen, aber ich würde vorschlagen, dass wir... Oder dass ich mich für ein paar Stunden mit den Schriftstücken auseinandersetze, um vielleicht zu versuchen, so ein bisschen der Sprache zu analysieren. Dann gebe ich dir noch das Buch. Okay, dann darf der Zauber jetzt erstmal auf... Was hattest du? Alte Sprachen? Alte Sprachen. Okay, dann erschwert... Also es ist schwer, das heißt halber Wert. 48, ich habe 58. Schade. Ja, also ein paar Symbole kannst du vielleicht ableiten. Das eine könnte vielleicht ein I sein, dieser Strich. Auch wenn es anders geschrieben ist. Ein paar andere Buchstaben kriegst du auch hin, aber du weißt jetzt nicht, was die Bedeutung ist. Die Worte kennst du jetzt nicht. Also hat es im Grunde nichts gebracht. Ein bisschen. Ja, ein bisschen Fortschritt, aber jetzt für die aktuelle Situation. Ja, es wird jetzt auch schon spät. Ihr solltet vielleicht langsam mal Lager suchen. Ja, können wir doch direkt vom Tempel. Ob wir in das Gebäude reingehen oder nicht? Was meint ihr? Ich würde vorschlagen, dass wir uns da drinnen einen sicheren Raum suchen. Ohne Gobos. Ich ziehe alles nicht raus und stimme dem zu, aber ich bin trotzdem vorsichtig. Fühlst du hier meine Laute? Merke, es ist die falsche Laute und wechsle die Laute. Ich stelle mein Straßenschild vor der, mein Strandschieber vor der Tür ab und ziehe die Axt und mache mich bereit zum Reingehen. Okay, dann nehme ich den Säbel in die Hand und gehe auch mit. Alles klar, die Tür ist verschlossen. Perfekt. Ich wirke magisches Siegel und versuche die Tür zu öffnen. Dann tu das. Das sieht doch gut aus. Welche Schwierigkeit hatte der? Das war Stufe 1. Ja, ich glaube komplexer beim Öffnen, weil das magische Siegel war ja eher zum Verschließen. Ja, doppeltes. Ich muss jetzt nur gucken, das heißt 6. Das ist sogar... Würfel nochmal bitte. 42. Standard würde reichen. Ich lasse es mal zu. Gut. Dann gucken wir mal. Es wird nämlich auf jeden Fall irgendwas passieren. Zusätzlich. Dann mal gucken. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Oh. Keine Sorge. Ich habe gesagt, bei kritischen Erfolgen immer positiv. Das nächste positive. Oha. Gott. Ich liebe diese Random List. Oh Gott. Was war es jetzt nochmal? Vielleicht auch. 9772. 9772, so. Okay, nein, den nimmst du nicht. Nee, den nehme ich nicht. Was haben wir jetzt? Haben wir es geschafft, die Tür aufzukriegen oder was jetzt? Ja, das auf jeden Fall. Aber jetzt kommt auch ein positiver Random Effekt. Wenn ich einen positiven finde. Ja. Dann such schnell. Also einen positiven oder lustigen. Let's go. Ich würfel nochmal, da ist nichts in der Nähe. Das könnte was sein. Es ist 99 Caster-Sprüche. Okay.
Was nur? Das gehört mir eigentlich. Oh fuck. Na, sag an. Ach, da seh ich doch was. Okay, das erzähl ist. Erzähl es uns. Oh je. Ja. Erzähl es uns allen. Ja. Erstmal passiert nichts, das wird dann später greifen. Okay. Was ich mir ausgesucht habe. Wir kriegen die Tür auf und können dann den Raum betreten. Die Tür ist auf, er berührt es einmal und das Ding schwingt direkt auf. Okay. Na toll. Na dann gehen wir. Ich gehe noch nicht als erstes rein, also. Wer will als erstes? Wie groß ist die Tür? Vielleicht können wir ja alle gleich. Leute, ich hab grad zum Glück rechtzeitig reagiert. In meiner Playlist lief gerade ein Trailer zu Harry Potter und fantastische Tierwesen. Ich hab zum Glück sofort reagiert und auf den Pause-Button gedrückt. Das ist sofort gemutet. Ich hab sofort pausiert, weil das wäre mein Tod gewesen auf Twitch. Das wäre mein Tod. Schwierig. Gut, jetzt haben wir Höhenzones drin im Tempel. Ja, ich habe irgendwie Spotify im Hintergrund laufen. Ja, gut. So, also was? Ich erst mal um? Also wer möchte als erstes reingehen? Ich nicht. Ich gehe vor. Ich kann auch als erstes. Mir egal. Also wer jetzt? Ich gehe hinterher, etwas nervös, aber ja. Also ich gehe als letzter. So, was sehen wir, Mordi? Ja, ihr seht, dass alles relativ dunkel ist, viel Licht kommt nicht rein. Und ihr seht eine ganze Menge an Sachen, nämlich verschiedene Gänge, die abbiegen und große Tafeln, auf denen was geschrieben steht, was ihr jetzt nicht lesen könnt. Mhm. Was tut ihr? Ich öffne die Tür möglichst weit, damit ganz viel Licht reinkommen kann. Ja, das bringt jetzt nicht so viel. Ja, bei den anderen vielleicht. Ist meine Flamme noch aktiv? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, du kannst aber nochmal kurz machen. Ich glaube, das kriegst du hin. Okay. Also soll ich noch würfeln, oder? Ja. Wahrscheinlich. Immer. Du hattest jetzt schon eine positive Sache. 88, ja, kein 88. Problem. Ja. Und ich halte das Licht hoch, damit das schön weit in den Raum hält. Ihr habt so viel Licht, wie eine normale Fackel euch auch geben würde. Und irgendwas Interessantes zu sehen? Ja, ihr seht Gänge und ihr seht viele Tafeln, wo Dinge geschrieben stehen. Die wir nicht lesen können. Ganz genau, noch nicht. Gottverdammtes Englisch, ich würde Sie es wagen. Ich würde erstmal nach links gehen. Alles klar, ihr geht nach links, dann muss ich kurz gucken. Ich würde sagen, wir könnten uns aufteilen, oder? Wenn das so ein großes Gebäude ist. Ich würde nach rechts gehen. Dann gehe ich mit, weil ich glaube, ich kann... Dann teilt ihr euch auf, dann gucke ich mal, welche zwei Räume ihr kriegt. Wer geht mit mir nach rechts? Die Nummer 4 und die Nummer 2, alles klar. Okay. Geht jemand mit mir nach rechts, oder gehe ich allein? Ja, die Katze geht nach rechts. Gut. Wir haben beide Nachtsicht, glaube ich, oder? Dann ist das doch perfekt. Wo gehe ich mit dem Zauberer? Hier. Ja. Was passiert? Ja. Stille im Stream. Okay, fangen wir mit dem Zauberer an. Du kommst. Ja, und ich. Es ist lustig, dass du den Raum kriegst. Ihr kommt auf jeden Fall an einen Raum, bei dem über verschiedene Bücher und so weiter ausgestellt sind. Unter anderem auch welche, die du tatsächlich lesen kannst. Und Tafeln mit Beispieltext, wo sowas steht, sinngemäß. So wurde im Jahr, sagen wir mal, 1200 geschrieben. Oh. Ich würde mir gerne die Bücher, die ich lesen kann, anschauen, worum es da thematisch geht. Du hast da einmal Kochbuch, irgend so einen komischen... einen von diesen billigen Liebesromanen, die niemanden wirklich interessieren. Ah, das gebe ich Tavos.
Schön. Ihn interessiert. Ich gucke ihn etwas pikiert an und meint nur, drüber lesen macht mich jetzt nicht so geil. Sind da Bilder drin? Ich gucke mich um, ob es noch irgendwas außer Büchern in diesem Raum gibt. Nee, es scheint. Für dich scheint es nur um Bücher und Schriften und. In dem Fall ist es mir zu langweilig und ich gehe wieder raus und gucke, was es sonst so an Räumen gibt. Aber wir sehen noch was. Der Zauberer, also so da durchgeht, bemerkt er, hey, das kann er auch lesen und das auch. Und dann bemerkt er, dass er doch eigentlich alles hier lesen kann, weil dann kommen irgendwie ganz frühe Erinnerungen wieder, dass er hier in dieser Zeit schon mal war, dass er hier eigentlich herkommt. Aha. Zumindest glaubt er das. Jetzt fließend das hier sprechen und lesen, was hier alles stattfindet. Hat mal jemand diesen Dam-Dam-Dam-Sound? Modi, du jetzt in der... Ah, es ist einer von den Einbildungen. Ja, ist es, aber es ist eine positive. Aber eine echt positive Fall. Einbildung, ja. Was ja, also super passend. Ja. Wir brauchen... Ja, okay, du denkst auf jeden Fall, dass du ursprünglich aus dieser Zeit hier kommst und irgendwie... Aber er kann jetzt wirklich alles lesen und verstehen, ja? Ja, kein Problem perfekt. Damit. Dann schaue ich mir das Buch und den Brief einmal an, das wir gefunden haben. Ja, du siehst bei dem Brief, das ist irgendein uralter Liebesbrief von irgendwem an seine Frau ist. Und viele Informationen kriegst du da nicht, außer dass er seine Familie vermisst. Oh. Und das Buch? Ja. Das Buch ist ein Tagebuch von irgendeinem Hafenarbeiter. Okay, das stecke ich mir ein, das lese ich später. Dann würde ich mich gerne einfach umschauen, ob es was wirklich Interessantes in dieser Bibliothek gibt. Zauberbuch vielleicht? Zum Beispiel? Können wir gleich mal rausfinden, ob du ein Zauberbuch findest. Ist zwar eher unwahrscheinlich, aber Glück kann man haben. Nein, du findest keins. Nützliches? Ist es anderes Nützliches? Da jetzt nicht, außer dass er die Fähigkeit bekommen hatte, die ganze Sprache hier zu verstehen. Na gut. Okay, was dann würde ich, auch wenn das jetzt meine Aktion schon relativ lange geht, ich würde gerne nochmal zurück zum Eingang gehen und gucken, was auf der Tür geschrieben stand. Also es geht auch noch weiter, der Gang. Ja, will ich, auch ich gleich raus. Weiter, gucke ich gleich weiter. Ich will erstmal wissen, was da an der Tür steht. Ich würde gerne mal wissen, was wir sehen, Dann cutten wir mal zu den anderen. Ja. Die anderen hatten, die anderen hatten Raum Nummer 2, meine ich. Ja. Ihr findet tatsächlich einen Raum, in dem alte Waffen und Rüstungen ausgestellt sind. Fancy. Aus verschiedenen Zeiten, von Steinzeit über eure bis eben da, wo ihr jetzt gerade seid. Okay, dann würde ich sagen, warten wir da auf die anderen und gucken uns erstmal um, was es so grob gibt und warten dann auf die anderen, dass wir uns da ausrüsten können. Vielleicht weiß dann ja jemand, was davon die... Dem möchte ich widersprechen. Ihr zwei dürft auch jetzt erstmal eine schwere Wahrnehmung würfeln. Also dem möchte ich widersprechen. Ich würde gerne die Rüstung untersuchen. Ja, ihr zwei dürft trotzdem erstmal eine schwere Wahrnehmung würfeln. Heißt halber Wert. Was würfel? D100. Auf was würfel ich da? Deinen halben Wahrnehmung. Wahrnehmung. Halber Wahrnehmungswert. Es wäre dann 15, oder? Ich habe 30 Wahrnehmung, 15. Habe ich verkehrt. Okay. Schade. Also habe ich verkehrt. Okay, es ist alles ruhig. Ihr seht die Rüstung und Waffen. Na toll. Ihr seid ein bisschen aufgeregt, dass ihr sowas Gutes gefunden habt. Nein. Mhm. Und wartet jetzt auf die anderen. Ich würde es gerne untersuchen. Ich würde nicht warten, sondern uns untersuchen. Wie wäre es damit? Okay, was genau willst du untersuchen? Die Rüstungen, die ich dort sehe. Ja, du hast volle Auswahl. Was willst du gern für eine Rüstung sehen? Und was gibt's dort für Rüstungen? Guck doch, ob eine passende Zwergenrüstung vielleicht irgendwo. Guck mich rum, ob es da eine passende Rüstung für mich gibt, ja, ganz genau. Okay, du suchst nach einer Zwergenrüstung. Irgendeine spezielle Zeit, die du suchst? 1950 oder so? Was gut aussieht, was stark aussieht, was mich was mir was
was aushält. Eine starke Rüstung, ne? Ich gucke jetzt mal eben, ob ich gemein sein darf. Ja, ich darf gemein sein. Okay, ja, du findest. Du das ausgerechnet du. Ich habe keine Ahnung von der Sache. Ich auswürfelst, Morty. Ich darf ich fair. Gemein sein? Ja. 2 ist halt ja, was soll ich sagen? Okay, du findest auf jeden Fall so eine schwarze Zwergen-Rüstung-Mantel-Ding, das du relativ gut findest. Was ist denn hier los? Und die dir auch überraschend gut passen würde. Mhm. Weiß jetzt nicht genau, was das alles zu sagen hat. Wahrscheinlich war das mal von irgendeinem Militärgeneral oder so, die Uniform. Scheint auf jeden Fall gut zu schützen. Mhm. Ja dann, Vitrine kaputt hauen und anziehen. Die sind nicht in der Vitrine, die sind einfach an solchen Kleiderpuppen. Ach, toll. Okay, ich guck mich also um, anziehen, ob ich... ist kein Problem. Ich guck mich um, ob ich noch andere Rüstung finde, die mir... Ich schau mich um, ob ich... Ich mach eine Modenschau. Was davon wieder. Also, guck ich mal eben, ob du was findest. Sonst haben die scheinbar nicht wirklich was für Zwergen. Ich suche vor allem, also für mich als Zwerg ist, ich gucke natürlich nach ganz am liebsten gucke ich nach was, wo Gold oder Silber, was irgendwas prunkvoll aussieht, was irgendwie wertvoll aussieht. Ja, was man du siehst ein paar ältere Elfenrüstungen, die aus Gold sind, zumindest auf dem ersten Blick, als du es näher anguckst, siehst du, dass das wahrscheinlich nur irgendwelche nachgemachten billigen Sachen sind. Wirkt alles sehr nach schwachem Eisen oder anderem sehr leichten Metall, was du nicht kennst. Ah, ja. Also hast du eigentlich nur dieses Lederding, was dich gut schützen würde. Das Lederding würde, sieht für mich als das am sinnvollsten zu gebrauchende Ding aus. Ja, tut das. Okay, dann ziehe ich das mir über. Okay, alles ich helfe dir dann, dabei. Dann trag dir mal ein bisschen Lederrüstung. Ja. Dann sag ich mal ganz ehrlich, was du gerade gefunden hast. Trag dir mal bitte eine Zwergen-SS-Uniform. Oh, oh nein! Ja, das habe ich mir tatsächlich in der Story eingezeugt. Nee, das habe ich mir tatsächlich in die Story unter dem potenziellen Loot aufgeschrieben. Na toll. Oh, scheiße. Er weiß nicht, was es ist. Solange solange mich auch keiner dort sieht, solange mich nicht auf andere lebende Menschen treffen, ist das auch völlig wurscht. Ist das? Bin ich ein aktuelles Geschichtsbuch? Es ist mir völlig wurscht. Das ist mir kein aktuelles Geschichtsbuch, leider. Ha. Na, du musst okay, es mir ja nicht sagen. Du musst es mir ja nicht sagen. Das ist ja waffentechnisch, also sowas wie Wurfdolche oder auch eine Rüstung oder so. Was für eine Rüstung willst du? Naja, was mir passt. Da gibt es ja für mich normal große ungefähr mehr als Blitzberg. Findest du auf jeden Fall eher, dass du relativ freie Auswahl, weil du hast halt schon eine sehr gut gearbeitete Lederrüstung und das andere würde ich halt in der Bewegung einschränken, alles. Ja gut. Armschützer oder irgendwie sowas Artiges? Kannst du dir von irgendwas nehmen? Ist übrigens Waffenrüstung, Stahl, Gold, alles da. Okay, dann suche ich mir Bein- und Armschützer. Ich möchte übrigens mal anmerken, dass wir jetzt im Abenteuer einen Zwerg mit einer SS-Rüstung und einem Straßenschild in der Hand haben. wenn das noch nicht trashig genug ist, dann weiß ich auch nicht. Also ich finde es super. Spätestens jetzt ist es super. Vergiss nicht die Fiole voll Pisse. Ja. Ja, die ist wichtig. Das Straßenschild ist draußen. Also ich schreibe mir Arm und Bein schon auf, ja? Ja. Na denn, ich gucke nach weiteren interessanteren Räumen. Okay, einen Raum dürft ihr noch. Die 4, das hattet ihr schon, das heißt ihr kriegt Raum 3. Ich lausche erstmal an der Tür, bevor ich reingehe. Das ist gut, dann würfel mal bitte eine Wahrnehmung. Und zwar auch eine schwere. Na gut. Also halber Wert. Nope! Ja, du hörst vielleicht so ein leichtes Pfeifen vom Wind, aber sonst nichts. Dann öffne ich vorsichtig die Türe. Okay.
In dem Raum sind viele Bilder und Statuen. Ich bin etwas enttäuscht, guck mich aber trotzdem mal ein bisschen um. Klar, dann guck ich mal eben, ob du irgendwas findest. Mein Waschbär tingelt auch irgendwo im Raum rum. Ja, was könnte denn für dich so nützlich sein? Was, auf was wärst du denn auf der Suche in dem Raum? In einem Raum voller Statuen und Gemälde? Ja. Das ist eine gute Frage. Weil ich wüsste es jetzt auch nicht. Naja, so horny wie du drauf bist, suchst du wahrscheinlich nach irgendwelchen Aktdarstellungen. Ich such die Venus von Milo. Gut, die steht mitten im Raum. Ja, du schmeißt dich hier erstmal um den Hals. Aber die restaurierte bunte Version. Ist auch irgendwie ein Zaubernebeneffekt, die Statue wird lebendig. Gibt es bestimmt. Also lachen können sie, das wissen wir schon. Als Sauer Tower ist einfach nur immer kleines Feuer, kleines Feuer, kleines Feuer. In der Hoffnung, es wird. Ja. Ich hab nur 4 Mana, so oft könnte ich das nicht machen. 2 Versuche hättest du. Ja. Also ich schlag der Katze vor, dass wir, ob wir hier mal kurz irgendwie für die Nacht mal ein bisschen mal. Wir haben uns jetzt hier umgeguckt, wir haben alle was gefunden, dass wir mal für die Nacht mal ein bisschen eine Ruhestätte suchen. Ja. Ich würde vorschlagen, dass die anderen sich in dem Raum auch noch umgucken und eventuell eindecken, wenn das erlaubt wäre. Noch bin ich ja auf dem Weg zum Tor. Das stimmt. Ihr könnt euch ja in dem Hauptraum gerade mal treffen. Wir treffen uns da wieder, das finde ich. Ja, ich komme da, weil so interessant ist die Venus von Milo jetzt auch wieder nicht. Kommst auch dazu. Sie hat zwar schöne Kurven, aber die bewegen sich gar nicht. Ja, sagen, das war dort mal übernachtet. Wie der Bade zurückkommt und gerade seine Hose zumacht. Ich würde sagen, was du gemacht hast. Du kannst auch nur kurz irgendwo in der Ecke gepisst haben. Ich würde vorschlagen, dass wir dort einen Nachtlager aufschlagen und uns dafür mal für die Nacht zum Schlafen legen. Ja, weiter hinten, so nah von dem Statuenraum, findet ihr auch ein paar Bänke, auf denen ihr es euch bequem machen könnt. Was steht jetzt auf der Tür? Achso, das wolltest du gelesen haben, das sind überwiegend irgendwelche Graffitis ohne irgendeine große Bedeutung. Ja, ich hätte nämlich die Sorge, dass irgendwie Warnung Tod oder so draufsteht. Nein, sowas nicht. Ich meine, ja, da sind so ein paar Schädel dabei, aber die sehen eher nach Kunst aus als nach irgendwas anderem. Ja, okay. Ja, dann würde ich auch in diesen Waffenraum. Okay. Nicht in den Waffenraum. Da komme ich auch mal mit, ob da irgendwas Interessantes ist. Alles. Ich dachte, wir wollten uns gerade zum Schlafen legen. Ja, wir legen uns da gleich zum Schlafen. Wenn sie sich noch eindecken wollen, dann sollen sie das machen. Dafür ist der Raum ja da. Ich würde gern nach einem Degen suchen, der eventuell besser ist als meiner. Meiner gearbeitet. Schöner. Ja. Dankeschön. Ja, kann ich mal gucken, ob die zufällig einen da haben. Haben sie. Wer spricht denn da gerade im Hintergrund? Mich interessiert es, was es da so an modernen Waffen gibt. Aha. Nicht so viel, ein bisschen Auswahl hast du, aber du kennst jetzt nicht viel davon. Tja, was ist es denn so, was da so hängt? Aus der Sicht eines mittelalterlichen Barden. Sieht nach stumpfen Keulen aus Rohren aus. Ah, das klingt nicht so interessant. Da würde ich mich vielleicht gerne noch nach moderner Rüstung umschauen. Da ist tatsächlich nicht so viel dabei. Das Modernste war das von dem Zwerg und für Menschen gibt es überwiegend Plattenrüstungen aus eurer Zeit so. Scheint nicht mehr sonderlich relevant danach gewesen zu sein. Ja gut, ich hab eine Lederrüstung, die passt glaube ich besser. Also ich fühle mich in meiner schwarzen Lederuniform ganz schön wohl. Ja. Schön, dass die aus Leder ist.
Vor allem diese. Irgendwie muss es ja schützen, ne? Vor allem das, vor allem den Totenkopf auf der Käppi finde ich ganz hübsch, den trage ich den. Ach, ja. Es ist so ein bärtiger Totenkopf. Bärtiger Totenkopf. Bärtig ist der nicht, geil. Aber. Nazis ist Ja, die gibt es, die habe ich in die Geschichte reingeschrieben. Okay, ich weiß nicht, was die anderen machen, dann würde ich wieder zurück in die Bibliothek gehen und. Was diese Blitze sollen, weiß auch nicht, aber. Okay, ihr verbringt so ein bisschen Zeit. Bibliothek war. Das Schulterpolster sieht ganz hübsch aus. Silberig. Raum 4. Okay, das war ganz hinten. Das war relativ weit hinten. Okay, dann würfelst du bitte nochmal eine schwere Wahrnehmung. Das muss irgendjemand. Das habe ich, glaube ich, nicht. Das muss irgendjemand in der Community mal machen, da muss man Fan aus. Nee, 30 habe ich dann, also erschwert. Was muss jemand in der Community machen? Eine Zwerg? SS-Uniform? Ein Zwerg, SS-Uniform, der Zwerg mit der Uniform und dem Straßenschritt in der Hand. Das muss man einfach. Ja, man darf auch nicht eins seiner Attribute also, vergessen. Stinkt. Also der Zauberer hört auf jeden Fall so ein bisschen den Wind blasen, so ein leichtes Pfeifen. Nichts Ungewöhnliches für so eine halbe Ruine, in der ihr gerade seid. Tja. Nicht sonst irgendwas Interessantes, was vielleicht in der Zeit passt, jetzt nicht unbedingt im Geschichtsbuch, hast du ja schon gesagt, gibt's nicht, aber sonst irgendwas, was so auf die heutige Zeit schließen lässt, was passiert ist, oder? Nee, tatsächlich nicht. Das meiste scheint so vor. Also du kannst nicht genau den Zeitpunkt einschätzen, aber die scheinen alle älter zu sein. Also nichts Relevantes. Ich glaube, da gibt's nichts. Ich glaube, da gibt's nichts mehr für uns zu holen. Wir sollten uns schlafen legen. Wollen wir dann direkt da schlafen? Halte ich eigentlich für sinnvoll. Wir wollten ja original Nachtlager suchen. Das war ja der Grund, warum wir diesen Tempel betreten haben. Im Statuenraum gibt's ja Bänke, die ihr benutzen könnt zum Beispiel. Also ich lege mich auf eine dieser Bänke und überlege mir. Ich leg mich zu Venus und Milo. Unter den Kopf und schön. Ich spanne meine Hängematte zwischen zwei Statuen auf und leg mich da rein. Alles klar. Ich leg mich in die Bibliothek, da gibt's bestimmt auch Sessel oder so, und lese das Buch, was wir gefunden hatten. Du schläfst dann so klassisch mit dem Buch auf der Brust. Ja, die relevanten Infos aus dem Buch sind, also es ist das Tagebuch von irgendeinem Hafenarbeitertypen. Und er schreibt irgendwas von Monstern, die aufgetaucht sind. Und dann später, dass er jetzt für irgend so einen Piratentypen arbeitet, der Sachen in die Stadt bringt und wieder raus. Und dann noch später, dass er jetzt auf dem Weg nach Osten ist, um da um darüber zu seiner Familie in die Nachbarstadt zu kommen. Kann ich das Buch untersuchen? Blut. Und dann Blut. Kann ich das Buch untersuchen, um einzuschätzen, wie alt das ungefähr ist? Das kannst du, das kriegst du auch hin, du würdest sagen, das ist relativ neu, so vielleicht letztes Jahr gekauft. Okay. So. Wir legen uns also schlafen. Ihr legt euch also schlafen. Machen halt kein regenerieren Standard. Wir machen eine kleine Pause für diesen Tag. Nur Lebenspunkte oder auch geistige Gesundheit? Erstmal nur Lebenspunkte. Bitte, und ich würde sagen, wir machen dann auch tatsächlich eine kleine Pause. Ich muss nämlich auch aufs Klo. Ja. Ich auch. Vorm Schlafen würde ich gerne noch 4 Mana meine Mana-Kugel packen. Alles klar. Dann werde ich nämlich voll und nach dem Schlafen regeneriere ich ja dann auch noch, ne? Lebenspunkte alles wieder weg oder. Also dann latsche ich auch noch zu dir rüber und pack meine Feder auch noch rein. Ja, meine 4 Mana. Ja, die ist voll, die Mana-Kugel. Die Mana-Kugel ist voll, ja gut, dann nicht. Ja, aber danke. Also das heißt, geistige Gesundheit wieder auf Top und Lebenspunkte wieder auf Top, oder? Hm. Nicht, Mori. Wusste nicht mal, dass du Mana hast. Ich hab 4. Mori? Ich wusste nicht, dass du Zauber hast. Ich kann also ein bisschen mit Tieren sprechen, wenn es gut läuft. Also alles wieder auf minus 0. Muss ich dich echt mal fragen, was du mein Waschbar so erzählt. Lebenspunkte.
Heil und Heil kann ich. Dürfen die, die verloren haben, 1W20 und Mana 1W10. Und geistige Gesundheit? Gar nichts. Oh, wow. Ganzen 1. W20. Wow. Ja. 9. Wie viel hatte ich vorher? 17. Warte, was war's? 1W20? Beleben und 1W10 für Mana. Okay. 20. Ah jo, ich bin wieder voll. Und Mana habe ich nicht verbraucht. Alles klar. Same. Schön. Gut, na dann. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal eben ab in die Pause. Eine Pause. Gut, wir sehen uns so in 15, 20 Minuten, würde ich sagen, wieder. Bis gleich. Jo. Dann krall ich mir noch ein bisschen Salat.